Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Mein Name ist Bluefire und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich bei der Parktour nicht alleine und ich bin auch sehr froh darüber, dass der liebe Rick dabei ist. Sag hallo. Hallo. Ja, ich bin auch sehr froh, endlich mal wieder den Park zu sehen. Ich kriege ja gar nichts mehr mit hier in meiner abgetrennten Venedig-Bauwelt hier. Ja gut, du hattest auch ein bisschen viel zu tun jetzt, ne? Anfang des Jahres und so. War bei dir ein bisschen stressig. Bin auf jeden Fall froh, dass ich mal wieder einen Park sehe. Ja, ich bin auch froh, dass du dabei sein kannst bei diesem Park, weil dieser Park ist von Temo und Temo hat sich gedacht, in 5 Jahren einen riesen Park zu bauen. Ich sehe da schon Wahnsinn. Ja. 2016 bis 2021, das ist mal eine Bauzeit. Das ist eine wahnsinnig lange Bauzeit und 26 Achterbahnen ist schon eine Hausnummer. Oh ja. Temo hat auch bei Steam was geschrieben, das möchte ich gleich vorlesen, aber als erstes natürlich, falls ihr diesen Park auch sehen wollt, in der Videobeschreibung könnt ihr den Park finden. Dort könnt ihr draufklicken, dem Temo ein Like oder auch mal selbst den Park begutachten und die Achterbahn fahren. So viel dazu und gerne auch Parkbewerbung, ganz wichtig, oder? Was meinst du, Rick? Also Parkbewerbungen sind immer gut. Also ich meine, so wahnsinnig viele haben wir ja auch nicht mehr auf Vorrat. Also ich denke, wenn ihr jetzt aktuell was einreicht, ist eure Chance wahrscheinlich gar nicht so gering, dass ihr recht bald dran seid. So sieht es nämlich aus, genau. Und den Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Also jetzt fangen wir auch richtig an. Ich lese noch kurz den Text vor und dann legen wir auch schon direkt los, weil ich glaube, diese Parktour... Wow, wir haben schon einige, die Zeit in Anspruch genommen haben, aber dieser Park wird, glaube ich, alles so übertreffen. Wahrscheinlich. Lest du mal, ich check mir was zu trinken ein. Ah, perfekt. Mach das. Popcorn noch holen. Also, los geht's. Heute möchte ich mal ein Projekt vorstellen, welches schon Ende 2016 seinen Anfang genommen hat. Das Temos Adventure ist der erste Park, den ich je mit Planet Coaster begonnen habe. Eine kleine Info am Rande, da dies mein erster Park war, den ich je mit dem Spiel begonnen habe, wird dieser Park bis zur Fertigstellung ohne DLCs und Workshop-Objekte auskommen. Will heißen, nur das Hauptspiel und sonst nix. Ach so, das sind noch nicht mal die... Ah, okay. Auch keine das, DLCs, okay. Ja, genau. Das war ich dem Park am Ende schuldig. Achso, das war ich dem Park am Ende. Ja, ich sollte vielleicht den ganzen Satz lesen. Oder was geht alles mit dem Hauptspiel? Aber hier nun etwas zum Park und was der Temo so macht, wenn er mal nicht am Nachbauen ist. Der Park besteht aus 7, in Klammern 8, wenn man den Eingang mit dazu nehmen tut, Klammer zu, Themenbereiche, die da wären. Also die erste Themenwelt ist Bucht der Piraten, erlebt hier eine Schatzsuche oder erfahrt doch mal, wovor auch Piraten Angst haben. Der zweite ist Troja, im Land der Helden und Götter Achterbahn fahren. Dritte ist Wild West mit seiner Goldmine und den roten Felsen kommt hier nicht Feeling, sondern auch Adrenalin auf. Vier ist die Thrillinsel. Ist für alle, die ein etwas mehr haben, mehr Speed, mehr Höhe, einfach mehr von allem. In Klammern, auch wenn dieser Themenbereich sehr klein ist, so sind es seine Achterbahn nicht. Okay. Fünfte ist Alpen, groß und mächtig und mit vielen Achterbahnen bestückt. Aber ist das schon alles? Wir wissen es nicht. Land der Legenden wäre dann der Bereich 6. Hier stehen alte Fahrgeschäfte und Achterbahnen. Findet doch mal heraus, was passiert, wenn man Big Loop in einen Nussknacker packt. Die Antwort heißt Dämon. Okay. Der siebte ist dann die Mondbase. Den letzten Themenbereich, den ich hier beschreibe, ist die Mondbase und genau in der Mitte des Parks gelegen. Ist es ein 100% Sci-Fi-Bereich und was gibt nicht auf dem Mond? Genau. Weder Bäume noch Büsche und es gibt auch kein Grün. Aber kann man sowas auch themen ohne die Natur? Die Antwort findet man in der Mondbase. PS, oh, jetzt
PS, im Park sind 3000 Besucher, um mal zu zeigen, dass der Park auf mit Gästen funktioniert. Liebe Grüße, Temo. Temo, ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe den Park vorab schon mal hochgeladen und geöffnet. Und dabei habe ich die Besucher rausgelassen, genauso wie ich die Fahrgeschäfte auch zugemacht habe, weil ich wollte für dieses Video einfach die perfekte Performance haben, so ohne Abstürze oder sonstiges, weil jetzt ist auch noch der Rick dabei, ich nehme mich hier auch noch mit der Kamera auf, das alles bringt meinen PC auch in Leistungsschwankungen und deswegen nicht, dass du dich aufregen solltest oder so. Es tut mir an dieser Stelle auch sehr leid, aber für mich persönlich wäre das performancemäßig einfach jetzt so das Beste. Ja, gut. Was aber sehr gut für die Performance ist, ist, dass da kein Toolkit drin ist. Ne? Das finde ich ja wirklich beachtenswert. Ja. Gerade wenn das so ein großer Park ist, macht das ja echt viel aus. Ja, ja, ja. Und nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem auf Nummer sicher gehen. Weil, ja, wenn wir uns das mal von oben betrachten, ist hier schon einiges los. Ja, also 26 Achterbahnen ist schon hier ordentlich. Ja, das sieht aus, als würden wir hier ein bisschen Zeit verbringen. Genau, hier werden wir so ein bisschen zum Glück haben wir ja Wochenende und können die Zeit gut nutzen. Und ich würde auch sagen, wir fangen gar nicht jetzt noch an, hier groß zu labern. Und es tut mir auch jetzt schon leid, wenn ich irgendwas übersehen sollte, weil dieser riesige Park ist einfach nur riesig. Und deswegen ist der Rick auch dabei, der achtet auch mal so ein bisschen. Vielleicht sieht er ja mal was, was ich vielleicht nicht sehen sollte. Also, Unterstützung ist da. So, wir fangen an. Ja, bei der Kasse, wo auch sonst. Ja, bei der Kasse, natürlich. Hier kann man seine Tickets holen. Hier geht's zum Parkplatz, aber hier gibt's keinen Parkplatz. Ja, aber den Platz braucht, den Platz brauchte er. Ja, ich glaube, das ist wirklich bis zum endmöglichen Ende von allem hier gebaut. Ja, also, ja, größer, ja, geht ja wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ja, genau. Aber ist natürlich auch sehr einladend, ne? Also der Eingang ist doch wirklich schön gemacht. Ja, ja, ich finde das cool, dass es selbst gebaut ist, da mit der Schrift. Ja, finde ich auch cool. Auch seit 2016, ja. Der Parkplan darunter auch so ein bisschen, das finde ich auch cool. Da musst, hast du auch gar nichts an Custom Media oder genau, gar Tool nichts. Oder irgendwas, nix, ne? Nix, gar nichts. Also hat es ja auch in der Beschreibung stehen, das hatte ich gar nicht gewusst, dass der Park tatsächlich nur mit dem reinen Planko gebaut worden ist, ne? Ja, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, so komplett nur Basic Planko, auch ohne DLCs und irgendwas. Genau. Bin echt gespannt, aber das Spiel kann ja auch ohne all diesen ganzen Kram echt viel. Ja, absolut, absolut. Also ist natürlich auch viel mit Kreativ, ne? Kreativität hängt ja auch viel zusammen, ne? Ja, aber das ist ja generell ganz gut, so ein bisschen Kreativität mitzubringen, wenn man hier so einen großen Park baut. Absolut, absolut. Sollen wir nach links oder sollen wir nach rechts? Du bist eben schon so nach rechts abgedriftet, dann lass uns doch einfach da bleiben. Na gut, dann gehen wir hier rein. So, weil die Mondbase, würde ich sagen, machen wir zum Schluss, weil die ziemlich in der Mitte ist. Und dann, weil die von oben betrachtet, können wir, glaube ich, hier so rundlaufen. Oh ja. Würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen. Ja, und dann verpasst man glaube ich nichts. Ja, ich hoffe es. Und wir fangen an mit Land der Legende. Ja, welcher Bereich war das? Weiß ich nicht. Hab ich schon wieder vergessen. Es waren so viele. Ja, aber hier 26 Achterbahnen. Also ich glaube, hier erwarten uns mehr Achterbahnen wie Flat Rides. Kann schon sein. Nein. Die sagt nein, aber wir gehen jetzt hier rein. Wir fahren jetzt hier wahrscheinlich schon die erste Achterbahn. Und keine. Timo, ich bin... Ah, nee, doch nicht. Oh, okay, ich dachte es auch. Keine 10 Schritte parken schon das erste Teil. Uns erwartet hier tatsächlich das erste Fahrgeschäft. Ja, der Flug am Blocksberg, ne? Ich kann es tatsächlich nicht anklicken. Irgendwas ist hier im Weg. Ja, Hexentanz. Ah. Hexentanz. Passt ja sehr gut hier rein. Aber auch schön gemacht, finde ich, hier mit dem Terraforming, dass das hier so ein bisschen runtergeht, ne? Ja, dieses Loch da oben, das ist eine echte coole Idee. Und der Baum guckt tatsächlich dann hier raus. Die Hexe. So ins Nichts. Ja, so ins Nichts, aber hier guckt dann schon eine Achterbahn raus aus den... Aus aber ich finde die Idee cool mit diesem Loch da oben, das habe ich noch nicht gesehen. Nee, das ist echt eine coole Idee, ja, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr cool. So, dann kommen wir hier auch schon raus. Da hinten sind wir rein. Da haben wir hier einen Coffeeshop. Coffeeshop, ach, von außen kann man auch so ein bisschen betrachten. Aha. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Wir gehen weiter in Flugmaschine. Ja, das wird doch mal eine Achterbahn sein hier.
wahrscheinlich ist es diese Achterbahn. Aber ich finde das echt cool gemacht hier. Ja, es ist direkt einladen, ne? Der Bahn. Ja, absolut. Ich sehe auch direkt eine Lampe an der Bahn, das ist auch schon mal vielversprechend. Ja, denke auch mit dran, den später noch in dunkel anzugucken. Ja, mal schauen, weil, ob ich es nicht vergesse. Man sieht es ja auch schon hier, vielleicht können wir auch kurz mal hier schon starten. Soll ich mal schauen, ob ich irgendwo Zettel und Stift finde? Nee, ja, schau mal. Bist jetzt mein Writer, der Mitaro. Der Mitaro kann, hier ist tatsächlich keine Achterbahn. So. Sehr gut. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass hier unsere erste Achterbahn kommt. Von 26. Okay, wo sind die? Ja, pass auf, das ist schon an den gekommen, du. Aber voll hübsch, voll gut gemacht. Mich würde natürlich jetzt auch interessieren, mit welchem Park der auch angefangen hat, ne? Also mit welchem Bereich. Ich meine, bis stimmt, 21 ja. Kann man sich ja schon. Also Mondbase, wissen wir, kam zum Schluss, oder? So habe ich das vorhin verstanden. Hat er nicht geschrieben, dass die letzte, die er beschreibt? Ja, müsste ich tatsächlich nochmal gucken. Warte mal. Ich schau mal gerade. Ab hier 8. Der Park besteht aus 7 bzw. 8, wenn man den Eingang mit dazu nimmt. Ne, hier steht nichts. Ne. Okay. Ne, hier steht nichts. Okay, wir machen weiter. Genau, Monte Carlo. Ach, hier ist nochmal eine Attraktion. Haben wir hier irgendwas verpasst? Ach, das ist so eine, aha. Die ist wahrscheinlich von der anderen Seite aus dann. Ja, ich vermute auch. Wir vermuten das Ganze jetzt einfach mal. Also, ja, sonst wäre vielleicht der Pfeil auch gar nicht da. Monte Carlo. Vielleicht hat das was mit der Bahn selber zu tun. Das ja, vielleicht. Hm? Oh, Dämon. Das ist doch eine Achterbahn jetzt. Dämon andenken, hier Merchandise. Ja, das, guck mal, das ist doch so groß dahin, also das muss ja jetzt eine Achterbahn sein. Fastpass, machen wir nicht. Nix da. Aber hier auch schön gemacht, ne? Ja, guck mal, da hast du direkt einen Switch-Track. Ja, perfekt. An alles hat er gedacht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier ist dann der Fastpass wahrscheinlich. Ja, das ist, wenn wenig los ist, ne? Ja. Und hier animierte Ritter. Also kleine Szenen, schon mal einstimmen, was uns erwarten könnte. Finde ich aber ganz hübsch. So wird einem in der Warteschlange nicht extrem langweilig, wenn man nur von Menschen umgeben ist. Je nachdem wie... Ah nee, doch nicht. Ist doch gar nicht der Fastpass. Ich dachte, das wäre der Fastpass. Nö, es ist wahrscheinlich einfach, wenn wenig Besucher da sind, dann kannst du die Warteschlange ein bisschen einkürzen. Ja, ich vermute auch, dass das der Gedanke war. Aber wo war denn der Fastpass jetzt Eingang? Weil da ist... Ach, da. Okay, da. Okay, aber hier sehen wir mal, ne, natürlich einfach nur abgekürzter Weg, wird nicht viel zu sehen sein. Ja, aber auch ein bisschen thematisiert. Und der große Vorteil beim Fastpass ist, in dem Fall jetzt kriegst du ein bisschen Luft. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, wie gesagt, die ganzen Strecken werden wir auf Testfahrt fahren. Genießen wir mal endlich mal die erste Achterbahn. Ja. Count läuft. Oh, hier, guck mal. Ach, übrigens bin ich jetzt auch im Dunkeln, ne? Also, ich bin im Dunkeln unterwegs. Also, ich meine, die Bahn ist ja gut beleuchtet. Hier wurde ja an alles gedacht. Ja. Spulen wir mal vor. Also die ganzen Lifte spule ich vor, gell? Also, boah. Ja, sonst verbringen wir wahrscheinlich sehr viel Zeit in den Liften. Ja, will auch keiner sehen, oder? Passiert meistens nicht, jetzt nicht so viel. Doppelloop. Ja, war es der Eingang dann zur Achterbahn gewesen? Ist das nicht ein super klassisches Layout? Ja, ne? Aber es ist schön integriert. Absolut, voll schön. Dann sind wir schon wieder da.
Ja, ist doch top. War wirklich eine schöne Fahrt. Nee, ich kann mich jetzt auch nicht beklagen. Hier war noch irgendwas gewesen, hier war ich natürlich jetzt nicht. Ach so. Ah, okay. Ja, das war die Q-Line. Ja, da standen wir eben. Ja, da standen wir eben. Genau. Ach schön, dass es alles ineinander greift da. Gefällt mir richtig gut. Ja, absolut. Wirklich schön. Jo, sehr, sehr schöne Fahrt auch gewesen. Wir lassen die auf Test. Für den Überblick am Ende. Ja, genau, weil ich habe übrigens alles geschlossen. Deswegen läuft hier auch gar nichts, wegen Performance halber. Ich hatte halt ein bisschen Angst, dass nachher die Aufnahme nicht vernünftig läuft und wir nachher nach der Hälfte hier Einbüße haben und dem Park nochmal zeigen müssten. Das wäre dann halt alles ein bisschen blöd. Ja, ich glaube, die einzigen, die hier laufen, sind die Mitarbeiter. Ja, das sind die einzigen, genau. So, jetzt sind wir aber hier raus. Ja, guck mal, du bist jetzt direkt zur Ausgang. Ja, hast alles richtig gemacht. Jetzt sind wir hier links direkt bei der bei dieser Autofahrt gewesen, die wir eben gesehen haben. Ach so, okay. Siehst du, deswegen habe ich dich dabei. Aber es war auch ein Ausgang. Also jetzt links von dir. So, nur Ausgang. Und hier kommen wir dann in die Alpenwelt. Und das hier ist Land der Legenden. Also wir sind immer noch in Land der Legenden. Aber warte mal, wir sind doch... Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang, genau. Aber hier sind wir ja irgendwo rein. Warte mal. Achso, du willst nochmal zurück, okay. Ja, weil nicht, dass ich da noch irgendwas verpasst habe, weißt du? Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal... Ah, jetzt bin ich wieder hier. Nee, jetzt müssen wir es doch anders machen. So, gehen wir über den Fastpass. Der war ja recht am Anfang. Jetzt gehen wir doch den Fastpass lang. Genau, weil wir waren ja hier und nicht, dass hier noch irgendwas ist, was wir vielleicht verpassen könnten. Mhm, das stimmt wohl. Guck mal, das ist vielleicht was. Guck. Rallye Monte Carlo, siehst du? Da ist der Eingang, aha. Wartezeit 30 Minuten. Fastpass. Ja. Selbst dafür gibt es einen Fastpass, siehst du? Ja, wenn du 30 Minuten warten kannst. Also wir warten jetzt keinen 30 Minuten. Nee, den Park haben wir ja gemietet für heute. Richtig. Deswegen ist es ja auch spät und dunkel. Übrigens, ja, können wir auch gerade drüber gucken, alter Schwede. Wow. Irgendwie sieht es im Dunkeln nochmal viel größer aus. Das wirkt auf jeden Fall größer, ja. Ja. Ah, heftig. Das ist echt heftig. So, Start. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier... Tunnel 4,2 Kilometer. Geil. ich weiß nicht, ob hier was passiert. Ich habe mir ja auch jetzt keine Infos vom Temo geholt. Wir fliegen jetzt einfach mal hier durch und gucken mal, was hier so drin zu sehen gibt. Zeitnahme. Okay. Monte Carlo. Auch schön, dass die Achterbahn dann auch hier mit integriert ist, ne? Ja, das kriegst du von der Achterbahn aus gar nicht mit. Nee, absolut nicht. Es ist zu schnell dafür, aber ist cool. Ja. Ich bin ja ein Fan davon, wenn Dinge ineinander greifen. Das wissen, glaube ich, mittlerweile alle. Ja, ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen. Weil dann machen das vielleicht mehr Leute und dann kann ich mir über mehr Sachen freuen. So, genau. Jetzt sind wir wieder hier auf dem Weg. Ausgang, hier sollen wir Exit. Ausgang, Exit. Okay, dann sind wir hier. Dann sind wir hier. Okay. So, das heißt, wir gehen rechts zu Alpen, weil links ist Ausgang und Mondbase. Ich finde die Beschilderung richtig passend gemacht. Also, das hilft auf jeden Fall, ne? Hier steht nicht so viel drauf, wie hier zum Beispiel Alpen und was weiß ich, was für eine Welt noch danach kommt oder so. Sondern ja, nur das nächste, ne? Genau, nur das nächste. Finde ich gut. Also, finde ich auch. Finde ich passt auf jeden Fall sehr gut. Ja, wenn du mehr wissen willst, kannst du auf den Parkplan gucken. Die stehen ja überall hier rum. Genau, das ist auch eine gute Sache. Also, das finde ich echt gut gemacht. Das hilft zur Übersicht auf jeden Fall massiv. So, Legend Inn. Okay. Hier geht es eine Treppe hoch. Da sind hier ein paar Fressgeschäfte. Der Eintisch. Geil. Mit Eintisch. Aber wahrscheinlich hier oben, ne? Ja, genau. Hier oben ist dann. Unten kaufen, oben essen. Außer Perfekt. Du bist der einzig Wahre und mietest den ganzen Park für dich allein und kannst auch unten essen. Aber hier ist doch auch schön. Guck mal, hast du auch einen schönen Blick hier auf die Achterbahn, wenn die kommt.
Auf die anderen Themengebiete. Die Mondbase erinnert mich auch schon wieder an andere Gebiete. Genau. Genau, aber wir gehen mal Richtung Alpen. Wir sind jetzt hier im Land der Legenden. Ja, guck mal, da ist auch so ein kleiner Marker drauf. Ach, cool. Ja, okay, Land der Legende, ne? Deswegen. Ja. Da sind wir. Aber gut gemacht, ne? An alles gedacht. So, da sind wir durchgeflogen und hier war auf jeden Fall nochmal so ein Kiddie-Coaster. Ich weiß noch nicht, ob das auch noch zu Land der Legenden ist, gehört. Aber irgendwie habe ich irgendwo den Eingang wahrscheinlich verpasst. Hier, ja, ist auf jeden, hier ist auf jeden Fall mal der Ausgang. Aber wenn der Ausgang im Land der Legenden ist, muss der Eingang ja auch da sein. Hier ist er doch. Drachen. Wie haben wir das denn übersehen? Indem wir einfach hier raus sind und dann einfach gekonnt dadurch. Ja, das konnten wir echt schlecht. Also ja, wir haben es übersehen. Oh, das ist ein bisschen knapp hier, ne? Ja, ein bisschen nah, ne? Vielleicht ein Zaun oder sowas. Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Aber hier. Aber die sieht doch nicht aus, als wäre sie wahnsinnig schnell. Also vielleicht ist es nicht so durch. Ja. Hier mit den Drachen auch schön gemacht. Das sieht sich einfach echt gut an, ne? Ja, ja, das ist wirklich hübsch. Die Q-Line. Ja, also, Teich daneben ist ja schon und, schön. Und die Achterbahn direkt neben der Q-Line ist eigentlich auch eine coole Idee. Müsste man halt nur mit einem höheren Zaun halt so machen. Aber hier, alles gut. Oder die ganzen Pflanzen mal ein bisschen drehen, wenn man die so oft nutzt. Ja, ja gut. Aber das ist der erste Park, ja, ne? Also dafür ist echt schon. Ja, genau, wollte ich auch sagen. Also für den ersten Park ist das schon wirklich grandios. Also ist schon gut gemacht. So, wir fahren die Drachen. Wir nehmen aber den. Ja, fast. Den. An der Richtung, ja. So, und wir spulen das Ganze wieder vor und nehmen den Speed jetzt gleich hier mit. Bin mal gespannt. Für die pure Action auf der Kinderbahn. Ja, der Mitaro, unser Kiddie-Coaster-Spezialist, ist halt nicht da, ne? War aber cool, die Höhle hat mir echt gut gefallen. Ja. Das kam jetzt auch total überraschend, fand ich. Ja, ich habe das gefahren, auch die ganze Zeit draußen, so ein bisschen über den See und so. Ja. Das hätte ich jetzt so auf dem Schirm nicht gehabt, ja. Da gibt es sogar mehrere davon. Gut, das Terraforming-Tool ist aber auch cool gemacht von Planko selbst, ne? Das ist schon. Kann man schon viel mitmachen. Ja, ich denke auch. Also, was manche Leute daraus zaubern, ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Ja. Ich fand den ersten Drop zu heftig und den Rest fand ich richtig gut. Hat mir die Bahn auch echt gut gefallen. Es ist so abwechslungsreich auch gewesen, ne? Ja. Tatsächlich, ja. Wir schauen mal in die Höhle rein kurz und haben dann hier die Drachen. Ich glaube, das Licht macht da enorm viel aus. Ja, absolut. Wirklich gut. Kommen hier raus, fahren hier einmal um diesen Ballon vorbei. Ich finde das total gut, ne? Dass das alles so gut miteinander harmoniert, ne? Ich weiß nicht, ich finde das echt gut gemacht. Und der Bereich. Es hat ein Bereich und alles in dem Bereich interagiert miteinander und mit dem Bereich. Genau. Es ist halt nicht voneinander getrennt, sondern halt eins. Genau, richtig. Und alles so kompakt gebaut, aber dennoch alles gut. Ne? Also, guck mal, die Hexe aus dem allerersten Flatride, guck mal, die hüpft wie so ein kleines Easter Egg da oben aus der Ecke. Ja, das stimmt. Aber hier, das ist echt gut gemacht. Top, vollkommen ausreichend. Absolut. Könnte man schon so als kleinen Mini-Park abzeichnen, ne? Zwei Achterbahnen, ein paar Flatrides. Ja, also es ist auf jeden Fall mehr als genug für einen Bereich, ne? Ja, definitiv. Gehen wir mal weiter zu Alpen, gucken wir mal, was uns da erwartet. Auf jeden Fall ist da noch dieser Express. Ja, weiß durch nicht. Den ganzen Park. Ja, ich vermute, dass da auch vielleicht was zu sehen gibt, aber ich weiß es nicht. So, kann durchaus sein. Was wartet jetzt? Berggeist. Okay, alles klar. Dann gehen wir ich mal. Ich mag diese sehr unmissverständlichen Schilder. Da weiß ich aber direkt, okay, das ist jetzt eine Achterbahn. Bist du dir sicher? Also am Anfang war ich es nicht, aber ich glaube, das habe ich jetzt gelernt. Auf jeden Fall haben wir großen Schriftarten. Auf jeden Fall könntest du vielleicht eine Strichliste führen. Zwei haben wir schon.
Ich kann nicht gern machen. Ich habe ja jetzt alles hier vor mir. Weil ich habe echt Angst, dass wir echt irgendwas verpassen. Also bei 26 Achterbahnen, weiß ich nicht. Zwei haben wir gemacht, aber ich habe ja eben den Switchtrack da gesehen. Das war wahrscheinlich auch eine einzelne Achterbahn. Ja. Ja, also laut Parkverwaltung haben wir hier, ich kann ja noch mal kurz Übersicht gehen, 27 Achterbahnen. Gut, davon sind 21 geschlossen, also vermute ich dann doch. Okay, ich habe am Anfang gelogen. Tut mir leid. Hey, guck mal, es sind 27 Fahrgeschäfte und 26 Achterbahnen. 26, aber davon 23 geschlossen, also haben wir 3 Switchtracks. Ja, okay. Mal schauen, ob wir alles sehen. Okay, ich habe mich vertan. Aber wir machen eine Strichliste, wir gucken mal. Also 23 sind es mit Sicherheit. Wir haben jetzt 2. By the way, möchte ich mal kurz erwähnen, bevor du dran vorbeiläufst, wie wunderschön diese so. Idee ist mit der Brücke, ne? Brücke und so. Das sieht richtig cool aus. Ja. Hätte ich jetzt, wenn du jetzt nichts gesagt hättest, wäre mir das total entfallen, ne? Gut, dass wir das zu zweit machen. Ja gut, dann wird das Ganze aber auch alles ein bisschen länger, ne? Ja gut, aber darauf habe ich mich sowieso schon eingestellt, dass das alles dann doch ein bisschen länger wird. Ja, wenn ich den Park so von oben sieht, ja. Ja, also mit 2 Stunden sind wir hier, glaube ich, nicht durch. Obwohl ich tatsächlich auch, so leid es mir tut, hier ein bisschen durchfliege. Also es sei mir aber wirklich auch verziehen oder uns verziehen, dass hier der Park auch irgendwann einfach zu viel ist. Es ist einfach irgendwann zu viel. Ja, es entwickelt sich wirklich irgendwann dahin, dass du wie so einen richtigen Parkbesuch, die einfach den ganzen Tag Zeit nimmst, um dir alles anzuschauen. Ja, ohne Mist. Ja, stimmt. Da haben wir noch nicht mal einen Parkplan. Ja, stehen noch genug hier im Park rum. Ja, das stimmt schon. Ja. So, das ist jetzt mein. Ja. Ich mache noch meinen dritten Strich, ne? Ja, bitte. Berggeist war das, ne? Berggeist. Ach, du schreibst auch noch auf. Nö. Also, ich dachte jetzt. Nee, ich möchte auch hier nichts verpassen. Also die Musik an sich jetzt finde ich gut gewählt. Ich auch gerade. Aber generell bis jetzt war die Musik eigentlich immer sehr stimmig. Das stimmt, ja. Das sind halt die Standardelemente, ne? Die hauen immer so ein bisschen. Ja. Aber hier, guck mal hier, auch mit der Leiter, hast du gesehen? Ja. An alles gedacht hier, ey. Mein lieber Mann. Ich habe natürlich auch nicht mit so einer riesigen Bahn gerechnet. Nee, ich auch nicht. Gut, wir waren jetzt nicht mit der Vogelperspektive unterwegs, haben, ne? Das stimmt, aber so soll es ja auch eigentlich sein. Park wird ja nicht für den Vogel gebaut, sondern für den Besucher. Ja. Sollte man denken, ja. Also auch wieder eine tolle Fahrt. Ja, ich mochte auch diese ganze Guck mal. Schneelandschaft auch eigentlich echt gerne. Das haben wir, sieht man nicht so oft mit diesem bisschen Schnee. Nee, dabei noch ein bisschen nee. Kühlen. Also ich muss aber sagen, da ist der Berggeist, siehst du? Ja, das ist er. Ach geil. Was war der Berggeist? Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich hier direkt beim Eingangsbereich dieses kleine Stück, wo die Burg so thematisiert ist, das fand ich richtig schön. Da war über die ganze Bahn verteilt ein bisschen weniger, aber wir sind viel durch die Natur gefahren. Ja. Aber schön ist es trotzdem. Absolut. Ja, finde ich auch. Also für den ersten Park ist das hier schon auch wieder richtig toll. Wer weiß, vielleicht gehen wir rückwärts und wir sind jetzt gerade bei 2021. Oh, vielleicht. Das kann ich jetzt so nicht sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das der Weg zur Thrill-Insel. Dann haben wir hier noch so ein Skyfly mit drin. Ja, das ist auch toll. Dann haben wir hier noch ein paar Helme. Okay, das ist jetzt nicht allzu fantasy-lästig, oder? Aber gut, Fantasy kann ja auch irgendwie alles sein. Jo. Vielleicht sind das ja. Also, wir sind in den Alpen, ne? Alpen. Das ist ja, hat ja nichts mit Fantasy zu tun. Achso, ja, stimmt, ja. Entschuldige, ich war noch wegen den ganzen Burgen bei Fantasy. Hier kannst du dir noch Berggeist-Fotos holen. Oder du drehst dich einfach von dem Shop 90 Grad nach links und guck mal, da war selber eins. Ja, genau. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Ausgang immer so weit hinten irgendwo ist.
und du dann beim Ausstieg schon die nächste Attraktion wieder verpasst, ne? Ja, es ist, Tirols. Ja, es ist immer eine andere Ecke, wo du rauskommst, das stimmt schon. Und dadurch, dass die Wege halt relativ eng bebaut sind, verliert man ein bisschen Überblick, finde ich. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht da nochmal so ein Schildhinweis machen. Ich meine, ich glaube nicht, dass er hier nochmal irgendwas macht. Er ist ja mehr oder weniger jetzt hier mit den ganzen originalgetreuten Parks zugange. Da ist auch schon jede Menge Arbeit, die er sich da vornimmt. Allein der Europapark und der Hansapark sind schon mal sehr gute Beispiele, wie Temu arbeiten kann. Ist schon im deutschen Raum einer der besten originalgetreuten Nachbarn, wo ich wirklich sagen kann, Hut ab. Ja, absolut. Also, ich würde jetzt aber auch sagen, dass 5 Jahre für so einen Park reichen. Ja. Ah, wir nehmen direkt den nächsten mit, das ist nicht schlimm. Wir nehmen aber die Perspektive, weil hier drehen wir uns nicht. Was war denn das jetzt für eine Bahn? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil der Vitaro geschrieben hatte. Vielleicht kommt er gleich noch dazu, mal schauen. Oh, da sind wir hier auch noch zu dritt. Ja, wer weiß, ich möchte nicht für dich zersprechen, keine Ahnung. Aber wäre schön, wäre doch schön. Wäre doch schön. Wäre nämlich für die Zuschauer, die später hier nämlich einschalten, auch nochmal ein großes Highlight. Wie, hä? Wir waren am Anfang noch zu zweit. Wo kommt der denn jetzt her? Ach guck mal, das ist mal komplett integriert hier. Ja. Richtig gut. Mir gefällt diese Kurvenneigung so, die ist so ein bisschen viel variieren. Gefällt mir ganz gut, passt ganz gut auch für diesen Bahntyp, für den Spinning Coaster. Die Bahn ist echt lang, ne? Die sieht irgendwie so aus, als wäre sie total klein, aber enorm lang. Ja. Tirol Spin hieß die, genau. Ah, dann gibt's den vierten Strich. fast vergessen hier. Aber hier, guck mal, ne? Oh, hier ist echt ordentlich was los. Aber so eng das alles aussieht, kam das während der Fahrt gar nicht rüber. Nee, ich glaube, ich habe auch nur einmal eine Stelle gesehen, wo ich mir dachte, okay, da ist dann vielleicht keine Handausstrecken bei, aber sonst hat es eigentlich überall gepasst. Ja. Es hatte mich auch so ein bisschen, jetzt nicht vom Streckenverlauf her, aber vom Fahrgefühl her, kam ich mir so ein bisschen bei Winyas Force von Phantasialand, kam ich mir so ein bisschen, weil die Kurven auch so sind, weißt du? Die Kurven so ein bisschen links, rechts, so steiler, nicht normal. Ja, es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, das stimmt schon. Ich finde es auch echt clever, dass dann im Prinzip der ganze Part, wo die Bahn selber lang geht, über diese ganze Burg und durch die Burg durch, dass dann die Stellen, wo keine Bahn ist, von der Burg genutzt werden für die Warteschlangen und so. Das ist sehr effizient gebaut. Ja, das auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall. Ich vermute anhand der Schirme jetzt, dass wir gerade bei Cosmic Cow stehen, ist das richtig? Ja. Achso, das meinst du. Ja. Cosmic Cow, okay. Kaffee, Fritten, also unten stand auch alles. Eis und Pommes und sowas. Ah, okay, aber dann kann man alles auch hier so schön verweilen und sich die Achterbahn angucken, da muss man natürlich einen guten Platz ergattern, hier sehen zum Beispiel. Muss man hier zu sitzen. Da kann man zwar nur den Lift sehen, aber... Ja, wir kriegen hier immer die besten Plätze. Wir können auch einfach 20 Meter in die Luft springen, dann haben wir noch einen besseren Blick. Ja, das stimmt. Ah, WC gibt's auch da oben. Alter, einmal also, alles. High-End-Imbiss. Geil. Burger, Eis und Pommes. Ja, das ist High-End. Was willst du mehr als Burger, Eis und Pommes? Und ich glaube, das war's schon mit dem alten Bereich. Ja, guck mal hier, das läuft doch. Ah ne, hier ist noch eine Achterbahn. Ja, da ist doch irgendwas Riesengroßes da hinten. Aber oh, die gehört... Wo fängt die an? Oder ist das auch noch Alpen da hinten? Aber ich meine, also wir werden es erfahren. Wir werden es einfach... Wir gehen einfach mal in die Richtung, oder? Also wir sind hier auf jeden Fall Alpen und wir sind hier. Ich glaube, es gehört noch dazu, wenn ich mir den Parkplan so anschaue. Ein bisschen, gell? Ich glaube auch. So, wo geht's denn hier rein? Adlerhorst. Zum Adlerhorst. Das ist der Flying-Dings da. Adlerhorst. Ist ja auch ein geiler Name, ey. Adlerhorst. Wo gehst du denn hin? Zum Horst. Zu wem? Zum Adlerhorst. Super Name. Okay. Monorail, das ist gut integriert hier. Ja. Ist aber jetzt auch der erste Eingang, den ich sehe von dem Monorail, muss ich sagen. Und dann kommt hier nochmal die Achterbahn durch. Guck mal. Was ist alles wieder zusammen. Alter Schwede, ey. Das ist ja... Also...
Okay, ich bin sprachlos, ehrlich. Also das ist ja, wie gut das alles hier integriert ist, ja. Hier auch wieder mit den Leitern und so, ne? Mit der Treppe hoch, dass dann hier gearbeitet werden kann, ne? Ich finde es eine coole Idee, dafür eine richtige Treppe zu nehmen. Ja, und dann aber auch wirklich, dass hier dann, ne, der Weg ist, dort rüber. Ja, es gibt so, ich weiß nicht, überall sind so kleine, so Schmuckstücke, sag ich mal, so Stellen, die einfach super cool aussehen, die man aber erstmal finden muss. Ja. Und da sind wir bestimmt schon bei 3-4 Stück vorbeigelaufen. Aber ja, gut. Das kann sein. Was willst du machen, ne? Ich kann es nicht ändern. Leider nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Auf jeden Fall ist das der Eingang zum Monorail. Also ich hatte bisher jetzt noch keinen anderen Eingang gesehen zu einer Monorail. Müssen wir mal gucken. Zur Aussicht. Oh, hier gibt es sogar eine Plattform. Ja, das hört sich doch auch so an, als könnte man da einen guten Blick erhaschen. Zur Aussicht. Oh, ein Aussichtsturm ist auch hier. Ausgang, kein Eingang. Ist das nicht irgendwie dasselbe? Ich glaube, Ausgang ist hier gemeint dann mit dem zurück zur Ach so, ja, okay. Ja, zur Mail, und hier ist ein Ausgang von irgendeiner Attraktion bestimmt. Wahrscheinlich hier von dem Freefall Tower. Ist das nicht ein Aussichtsturm? Nee, ist ein Freefall Tower, oder? Das ist ein Zero Drop Tower. Bevor ich hier noch was Falsches sage. Ich meine, die Aussicht ist auch so schön, ne? Hier wollte ich mich hinstellen. Guck dir das mal an. Ha? Was da noch kommt. Was? Ja, das habe ich jetzt gar nicht so. Ich fand jetzt den Blick von hier tatsächlich toll. Aber ja, es kommt noch einiges auf uns zu. Es ist wirklich, es ist halt so eine Aussicht in ganz viele verschiedene Welten. Boah, aber was für Welten, ne? Das ist schon... Ja, es ist echt einladend. Ist schon enorm, ja. Es ist schon enorm. So, ich vermute mal, der Eingang wird unten irgendwo sein, weil ich habe jetzt hier kein Eingangsschild gesehen. Ja, das Schild habe ich auch gesehen, ja. Was Schild hast du gesehen? Welches Schild? Das ist kein Eingangsschild. Genau. Jetzt wollte ich nur mal gucken, ob hier... Nee, hier ist nichts. Okay, also müssen wir weitergehen. Puh, ich bin schon am Schwitzen, ey. Das ist schon... Du bist ja schon weit gelaufen, also. Tunnelscooter. Okay. Das wird wahrscheinlich ein Autoscooter sein, jawohl. Der Name ist selbsterklärend. Ja. Den haben wir auch hier drin. Und der Ausgang ist... Da. Ja. Da. Da war's, links, zurück. Nein, das waren wir schon. Das zur Aussicht. Da waren wir schon. Achso, das Ding heißt ja gar nicht Aussicht. Ja, ich habe noch eine Aussicht im Kopf, entschuldige. Ich denke mal hier, Zugspitzturm. Ja, das du hast recht. Turm klingt irgendwie... Klingt sinniger. Und wir gehen auf jeden Fall ganz schön tief in den Keller. Was man halt so macht, wenn man in den Turm will. Genau. Und ja, da haben wir dann doch den ersten Zero Drop Tower Deutschlands. Oder wie war das? Wir spulen mal vor, drehen uns mal hier mit. Ich bin mir auch sicher, das hier ist der erste Deutschlands gewesen. 2016 oder so. Weiß gar nicht, sind wir schon oben? Jetzt sind wir oben. Oh, und da fallen wir schon direkt. Ach so. Oh, okay. Ich habe keine Zeit hier. Gut. Dann. Gut. Gut hoch gewesen. Schauen wir uns einfach so um. Ja. Wir haben hier den perfekten Platz. Wir sind jetzt King Kong. Ja, aber da haben wir doch einen schönen Blick drauf, ne? Ganz toll. Ja, aber wirklich. Also ich denke mal, der Zero Drop Tower ist auch gut ausgewählt. Ganz hinten bei Alpen und dann... Alpen und hoher Turm passt auch. Und da hinten haben wir dann halt nochmal hier diesen, dieses Kettenkarussell, was so nach oben, diesen Highflyer oder wie heißen die? Ach. Ich hab grad schon gesehen, da kommen noch einige Türme auf mich zu. Das ist wahrscheinlich jeder Turm, der irgendwie baubar ist, ist hier drinne. Ja. Dann ist das hier auf jeden Fall der Ausgang. So. Geht auch schon wieder hier hoch hinaus. Bin ein bisschen schnell unterwegs tatsächlich, ich weiß. Ist der Metaro schon fertig, ja? Mit seinem, was er vorhatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also er hat geschrieben, dass er jetzt gerade zum Meckes geht. Oh, bringt er mir was mit? Und dann kommt er wieder heim. Ich weiß halt nur nicht, wann das ist. Das ist ja so gemein. Wir sind tatsächlich jetzt nicht
oben raus. Bei der Aussicht von dem Freefall Tower. Dann wird es ein anderer Ausgang gewesen sein. Aber muss es ja. Ich mache jetzt mal weiter, weil hier steht... Wobei da stand... Okay, ja gut, vielleicht ist es dann davon der Ausgang. Ich meine, da stand ja auch nicht, dass es ein Ausgang ist. Es war nur kein Eingang. Vielleicht war es auch ein Mitarbeiterweg. Okay, dann müssen wir da doch nochmal reinschauen, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es von einer Attraktion... Das war ja, schön. Eigentlich dachte ich es auch. Ist mal cool, wenn du so irgendwie bei einer Warteschlange nah an der Achterbahn vorbeigehst. Und hier ist dann wahrscheinlich auch richtig Speed drin, ne? Und diese blaue Beleuchtung ist auch cool. Ja. Ist ein guter Kontrast zu dem Rot von den Flammen hier. Das ist, natürlich, wo ist denn hier das Netz? Eben war noch eins da. Eben war noch ein Zaun da, ja. Genau. Oh ja. Also, sieht aus wie eine ambitionierte Bahn. Ich bin mal gespannt. Ja, ist auch schon wieder alles schön integriert. Also das ist wirklich top. Mhm. Und das sind ja auch bestimmt hier alles Einzelteile, ne? Die Wände. Ja, alles Einzelteile. Das ist alles kein Gebäude. Er hat alle selbst mit der Hand hingezimmert. Ja, jetzt kommst du nicht auf die Form. Ne? Ja. Oh, das ist eine Typhoon-Achterbahn. Okay. Das ist der Matterhorn-Express und unser fünfter Strich. Perfekt. Oh. Ja gut, ich habe jetzt hier... ich muss, glaube ich, das war gerade eben auch der Fehler. Ich muss öfters auf Stopp und Start. Dann sitzen wir auch im richtigen Waggon. Dann los geht's. Das ist sehr gut. Ja, das ist immer ein toller Start. Da war Spaß. Ich mag das. Oh ja, ich mag es auch. Da kommt unser Hansapark-Kenner, ne? Ja, ja. Den hat er sich geklaut. Es ist ja auch einfach richtig gut. Ja, absolut. Flucht von Novgorod. Hammer Achterbahn. Einfach gut. Ja, wirklich. Oh, ich hab schon 42 Minuten. Krass. Ach, echt? Ja, hat sich nicht so angefühlt. Ich hab so viel zu sehen hier. Was auch gut ist. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, so thematisierte Sachen. Ach, jetzt geht's auch nochmal. Ja, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Was? Woher das denn? Ich weiß es nicht. Ja, Flucht von Novgorod lässt grüßen, ne? Aber nur aus bestem Sinne. Ja. Und wenn jetzt das Element auch hier drin ist, dann... fast, ne? Sind wir da. Ich meine, die Station hat auch eine ähnliche Größe. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ich wollte eben sagen, dass ich was zum zweiten Teil sagen wollte. Jetzt müsste ich mittlerweile sagen, ich möchte was zum Mittelteil sagen. Ja. Ich fand den Mittelteil ein bisschen langsam. Der war ein bisschen langsam unterwegs, gell? Und dann, also der Anfang und Ende war dann wieder ein bisschen zügiger unterwegs. Genau, genau. Und, also gerade der Anfang hat mir richtig gut gefallen. Dann auch wieder hier alles in diesen Berg integriert. Und ich sehe schon, da trifft uns schon gleich ein Wing Coaster. Mhm, das ist wahrscheinlich der nächste Bereich, wo wir jetzt landen werden. Aber auch hier, wenn wir die Achterbahn jetzt mal hier hinterher fahren. Ich könnte auch einfach mitfahren, ne? Ja, so, wahrscheinlich. Ich wollte aber nochmal wissen, so, hier kam nochmal ein Tunnel. Irgendwo sind wir doch nochmal rein. Irgendwo. Ah, da wo so ein Wasserfall war. Und da wollte ich jetzt nochmal hin. Ja, ich glaube, bis am richtigen Weg. Ich glaube auch. Hier ist übrigens deine schnelle Stelle vom. Da ist die Q-Line. Da ist die Q-Line. Das ist wahrscheinlich die langsamste Stelle von der Bahn gewesen. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir hier stehen. Die kommt ja jetzt gleich. Da. Hui. Ja, stimmt. Schnell war sie nicht. Ja, es ging aber. Hier, das meinst du, ne? Es ist nicht meine Höhle. Das ist offen oben. Das ist offen oben tatsächlich, ja. Ich dachte auch eben, das ist eine Höhle. Interessant. Ja, ne?
Gut. Wo waren die? Wo war denn jetzt hier der Eingangsbereich? Ah, da war der Freefall Tower. Giro Drop Tower. Entschuldigung. Ich korrigiere. Das war, glaube ich, alles unterirdisch. Ja, das war alles unterirdisch. Auf jeden Fall war das hier irgendwo drin. Ne? Da, Matterhorn Express. Wir gehen mal den Fastpass. Ich denke mal, das sollte man doch schnell dann am Eingang sein. Tja, wie kurz diese Warteschlange ist, wenn das der Fastpass ist, ey. Und dann ist hier der Ausgang, weil den wollten wir jetzt nehmen. Ach, und dann kommen wir... Aha. Da ist er doch. Ein Eingang. Da ist er. So. So ist es hier richtig. Hier waren wir schon gewesen, deswegen können wir auch direkt hier runter in den Keller. Und ich glaube, jetzt haben wir alles von Alpen gesehen. Ja, hier waren wir doch schon, hier waren wir jetzt schon, genau. Jetzt sind wir quasi durch den Berg durch und wir sind immer noch in den Alpen. Ach, das gehört doch dazu. Genau, ach so, Thrillinsel geht dann noch weiter. Hinten weiter. So. Dann haben wir hier nämlich. Oh, die Achterbahn ist wieder. War die kaputt? Wieso ist die grün? Ach so, die war kaputt. Ich konnte nicht alle schließen. Genau. Ah, ja. Gletscher Racer heißt diese Achterbahn. Das ist ein schönes Schild, ne? Ich hab was. Hab ich so auch noch nicht gesehen. Dafür diesen Totenschädel als Maske zu. Fremden. Also das ist eine Kerzenlampe, ne? So, also diese Lampe ist das. Laternenpfahl. Ja. Coole Idee. Sieht gut aus. Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, und das wird der Ausgang wahrscheinlich für die Wing Coaster sein, also kommen wir dann auch quasi hier wieder raus. Hier geht's Schlag auf Schlag von Coaster zu Coaster. Vista Gletscher Hotel. Zur Lobby. Und den Zimmern. Fastpass. Hä? Okay. Also ist die Achterbahn jetzt ein Hotel? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. So, wir werden's. Ja, auf jeden Fall mal ein spannendes Thema für eine Achterbahn. Wir werden's gleich wissen. Auf jeden Fall gibt's hier ganz schön viel. Ist hier was drin? Thematisiert? Nee. Nee. Zur Lobby? Zum Airport? Airport? Hier geht's nur einfach. Ah, okay. Ah, okay. Ja, gut, das kommen wir wahrscheinlich später dazu. Ja. Zur Lobby, zum Hotelgarten. Aha, guck mal. Was ist denn hier los? Man kann ja voll viel hinter den Türen finden. Was ist denn das? Zu den Garten, ne? Zum Hotelgarten. Dann geht's hier nochmal einen Weg. Und dann kommst du hier hin. Ja, alles optional. Finde ich cool. Das macht echt nicht viele Parks. Gut, dass wir mal da lang sind. Ja, lohnt sich immer durch Türen zu gehen, ne? Vielleicht entdeckt man ja was. Meistens ist das auch verschwendete Zeit. Ja, wenn du im richtigen Park bist, dann findest du auch was. Ach, das war tatsächlich ein Eingang, gell? Hier ist der Fastpass Ende. Ja, und dann ist tatsächlich ist dann die Lobby Ding hier. Die Lobby Station. Ist dann hier die Station, ja. Mit Science-Fiction-Türen, okay. Also in dem Freizeitpark lohnt sich der Fastpass ja tatsächlich, ne? Also, meiner Erfahrung nach würde ich jetzt sagen, nein, weil wir müssen ja auch so nicht anstehen. Ja, das stimmt. Der Gletscher Racer. Strich Nummer 6, gell? Na klar doch. Gut, wir fahren im Zentrum mal mit und gucken uns mal den Wing Coaster an. Also, alle Achterbahnen bisher echt top, also es gibt nichts zu meckern. Hier und da, ja, klar. Ja, Kleinkram, was gibt's immer. Die Monorail oben drüber, gut. Interaktion, immer toll. Oh, cool. Also, ich glaube jetzt wirklich, dass wir auf dem Gletscher oben drauf sind. Obwohl wir es wahrscheinlich gar nicht so hoch sind. Wahrscheinlich nicht. Aber das Terraform ist so gut. Alles so gut bedacht alles, ne, finde ich. Also das ist an alles quasi gedacht, ne? Ja. Schon. Da wird auf jeden Fall Gedanken gemacht. Sehr viel mehr, als man das für so einen ersten Park erwarten würde. Ja, absolut. Und ich bin auch froh, Ich hoffe, bevor ich jetzt natürlich was Falsches sage, dass der Park auch weiterhin so bleibt.
Weil dann kommen einem auch die 3 Stunden Parktour, die es wahrscheinlich werden, auch nicht so schlimm vor. Ne? Also weißt du, was ich meine? Also die Achterbahnen sind gut, das Theming ist gut, das ist alles, passt zueinander, ne? Das ist alles super integriert. Integriert, dankeschön. Das macht es dann wieder ein bisschen leichter für die Parktour, ne? Also, es ist einfach so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch einfach sehr abwechslungsreich. Also, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir in einer Hotellobby mit einer Achterbahn fahren. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und dann sind da einfach Science-Fiction-Türen und wir landen in den Alpen, oben auf dem Berg. Ja, also, kann ja keiner kommen sehen. War schon. Gut gemacht. Entschuldigt bitte. Oh, ich muss mal kurz gehen. Ja, ist ja spät. Wir haben ja schon 9 Uhr. Ja, wir haben spät angefangen, tatsächlich, ja. Und genau, hier ist dann der Eingang, dann ist hier der Launch. Da fährt sie gerade und da auch die Monorail. Also das finde ich auch super gemacht, ne? Alles cool. Ich glaube, mit der Monorail müssen wir tatsächlich auch fahren. Meinst du, die Monorail wurde geplant oder meinst du, die wurde am Ende einfach durchgezogen? Das weiß ich nicht. Ich bin auch nicht so ganz sicher. Lustig wäre natürlich, wenn sie, also besser wäre es für den Park, wenn sie nachher gebaut worden ist. Also zum Schluss. Meinst du? Oder? Achso, ja, das meine ich auch gar nicht. Also, ich meine, du kannst ja auch irgendwas zum Schluss bauen, aber halt vorher schon planen, wo du Lücken dafür lässt. Achso, ja, das auch, ne? Klar. Aber das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall kommt man dann hier raus. Und dann bist du hier oben auf dem Berg, gell? Ja. Fährst erstmal. Ist dann voll in die Systeme integriert. Ist zwar nicht so viel los so an Thematisierung auf dem Berg, aber das Terraform war echt viel gut. Aber auch wieder hier, ne? Dann haben wir hier wieder so eine Treppe. Die von hier aus dahin führt. Alles gedacht. Also es ist echt cool. Wo geht die Treppe hin? Hier zum nächsten. Ah. Und da ist dann wahrscheinlich irgendwo das ein Leiter, okay. Und schon da kommst du runter. Ja, genau. Da ist die Leiter. Ja, die habe ich nämlich gerade eben gesucht. Die hast du aber gesehen. Und dann auch wieder hier mit der Leiter, ne? An alles gedacht. Ja, das ist nämlich alles ein bisschen an Mitaro, ne? Der macht sowas ja auch und gerne. Dann, und ich dann ist sowas hier der super. Eingang dafür, ne? Also ich lasse das weg. Ich habe dafür keine Zeit und keine Geduld. Also gut, also natürlich, ich mag das, ne? Es ist ja auch richtig so, ne? Wenn man irgendwo versucht, realistisch zu bauen, gehört da einfach dazu. Okay. Ja, ich bin auch immer so fasziniert davon, wenn Leute so realistisch bauen und denke dann, hey, das machst du nächstes Mal auch. Ja. Und dann mache ich es halt nicht, weil ich irgendwelche anderen Ideen habe. Nee. Das können andere machen. Deswegen bekommt Mitaro ja auch zum Schluss den Park und dann kann er das alles machen, wenn er will. Ich bin heute nochmal mit dem über eine Achterbahn drüber gegangen, die ich neu gebaut habe. Und am Ende sind wir dann dabei gelandet, dass wir die halbe Bahn umgebaut haben. Die echt? Ja, okay. Ja, die Hälfte ist leer, das ist jetzt anders. Ach, guck mal, hier ist nochmal die Achterbahn, oder was? Nee, ist eine andere. Die weiße, kennen wir die schon? Andere. Die kommt von da drüben. Ah ja, okay. Hinten. Guck mal, Hotel mit eigenem Airport. Ja, sehr gut. Auch geil. Ausgang. Ach so, dann war die auch kaputt. Deswegen läuft die nämlich gerade hier. Die machen wir mal aus, weil das ist ein Flat Ride. Der Alpen Airport. Genau. Geil. Und dann sind wir bei Alpen fertig. Ja, kann sein. Also ich glaube schon. War dann doch wieder ein größerer Bereich. Das war hier die Ecke. Das war einiges. Das war so einiges, ja. Aber guck mal, es sind noch echt viele Achterbahnen drin gewesen. 2, 3, 4. 4. Ja, aber auch allzu große Bahnen. 4 und bei Dingensen waren 2. Also haben wir 6. Richtig? Ja, meine Strichliste sagt ja. Dann sollte die Strichliste doch vollkommen richtig sein, ne? Das ist gut, dass wir okay gecheckt haben. Wie viel ist hier der Alpenimbiss noch? Nur Mitarbeiter? Dann lassen wir das auch. Na, wir sind keine Mitarbeiter. Oh, hier ist auch schön, gell? Das ist auch eine Aussicht, geil. So ein bisschen wie so ein, kannst du mal zurückdrehen? Auf die Achterbahn. Das ist wie so ein DNA-Strang mit diesen 3 Bahnen, die so ineinander sich eindrehen. Ja. Warte. Nee, so nicht. Nee. Doch, hier eher so. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Das ist irgendwie cool.
Das stimmt, ja. Ist gut. Guter Gedanke. Typisch Alten halt. Genau. So, das war Geschäft, genau. Und dann gehen wir mal zur nächsten Welt, unsere dritte von 7 bzw. 8. Gut, die Thrillinsel. Hier soll uns wohl so einiges erwarten an Adrenalin. Ja, der erste schreit schon mega Adrenalin, ne? Megabomben. Also unter der Achterbahn oder unter der Station die Q-Line zu machen, auch interessant, ne? Ist schon platzeffizient gedacht. Absolut. Und dann haben wir hier den Wing. Ach, guck mal, ist gar nicht da drunter. Doch, das stimmt. Aber die Bahn fährt oben drüber. Ah, ja, ist ein, achso, ja, ein Wingcoaster, ne? Wingcoaster, Boomerang. Boomerang, nicht Wingcoaster, genau. Inverted. Auch kein Wingcoaster, ist ein Inverted. Jetzt, wo ich sie gerade gelesen habe. Inverted. Ein Inverted Boomerang, ja. So, wir sitzen drinnen, wir spulen das Ganze vor für den Lift. Und wenn er uns loslässt, machen wir normal weiter. Boom. Mega Boom. Das ist ein geiler Name. Bubblegum würde auch gut passen, finde ich. Ja. Die Farbe. Für die Farbe, ja, genau. Farbe gefällt mir auch ganz gut. Das ist so pink, rosé. Ja, Kobalt, ja, ich sowas, weiß es ne? nicht. Das ist so alles in einem. Aber die Farbe ist gut. Mit dem Schwarzen gefällt mir sehr gut. Eine gute Kombi. Und dann sind wir wieder da. Ja, der ist, würde ich sagen, ein relativ klassisches Layout, ne? Oh, dennoch schön, ne? Oh, gut. Jo, absolut. Wollte ich nochmal gerade was gucken. Und zwar ist das. Ist einfach gesponsert von Cosmic Cow, deswegen die Farben. Ja, das gehört zur Achterbahn dazu. Okay. Ja. Die gehören dazu, ja. Hat es nur vorhin gesehen beim Lift, aber deswegen wollte ich mir nur mal gerade nochmal. Ja, diese Öl. Ich meine, diese Ölfirma haben wir uns schon mal gefragt. Ja. Ja. Die dazu gehören, ja, ich meine schon. Okay. Hier haben wir noch ein Fahrgeschäft. Das wird aber dann das hier sein, den Hurricane. Ach, er hat das Schild da reingemacht. Das ist eine coole Idee. Und das ist fahren lassen. Kann es gleich lesen. Hurricane. Ja, das ist cool. Machen wir wieder aus. Mag ich auch das Fahrgeschäft. Also nicht so zum selber mitfahren, aber ich verbaue das gerne. Ja, ist auch ein guter Magnet für Leute, ne? Oh, jetzt haben wir hier tatsächlich Troja, Mondbase, Ausgang und Exit. Okay. Wir gucken mal hier hinten, weil da nochmal eine Achterbahn ist. Da ist nochmal ein Eingang. Jo. Chief Beef. Da links war schön. Okay. Wie hießen die Bahn jetzt? The Runner. Runner. Und die Welt der Überschläge. Okay. Okay, also gucken wir gleich mal, wie viele Inversionen diese Achterbahn hat. Ja, wir zählen einfach mal mit. Oder genau, wir zählen mit. Genau, wir machen einen kleinen Challenge jetzt. Wir zählen mit. Diese Challenge jetzt mit 10 zählen oder was? Wir zählen mit, wie viele Inversionen diese Achterbahn hat und dann am Ende derjenige, der richtig liegt, hat gewonnen. Oder auch nicht. Ja, mal schauen, wie viel es hier gibt. Es ist, wenn einiges, wenn es die ganze Welt ist. Ja, das Speed gefällt mir schon mal. Das sind echt viele Beschleuniger. Ja.
Und jetzt startet die zweite Achterbahn. Oh. Okay, okay. Ja gut, da hätten wir es auch sein lassen können, oder? Oh ja. Das ging ja jetzt nur ein bisschen zurück, aber für den Effekt war das cool. Stimmt. Ganz schön lang die Bahn, ne? Ich finde die schon zu lang. Ja, ist echt lang. Sind wir jetzt fertig oder kommt noch was? Dürfte fertig sein. So, ich hab's in die Kamera gehalten, also musst du sagen. Ich meine, ich bin auf 8 gekommen. Ich habe tatsächlich mit 4 mehr gerechnet. Ich hatte ganz am Anfang, als die ersten 3, 4 kamen, nee, 2 kamen, glaube ich, und dann kam ganz lange gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wo sind die ganzen Emissionen? Hallo? Ich habe das ganz am Anfang, als die erste vorbei war, dachte ich mir, okay, da kommt jetzt noch eine, okay, kommt doch keine, ja, hier kommt auch keine, ist wieder eine. Genau, also 8. Aber das waren es. Ich meine, es ist schon, 8 ist schon viel und die Bahn ist so lang, dass man von der ganzen Welt sprechen kann. Also, ja. Ist jetzt nicht so abwegig. Also die Streckenlänge ist 1856 Meter. Boah, fast 2 Kilometer. Aber es waren auch wirklich viele Bremsen, Beschleuniger. Ja, die hat es also, auch nötig gehabt, weil sonst wärst du ja niemals die 1800 Meter gekommen. Ja, das waren halt mehrere Achterbahnen in einer. Also. Ja. Ich fand sie tatsächlich zu lang, aber gut, es ist. Eine Achterbahn muss halt länger sein, ist halt so. Also geht mir auch so. Ich fand es jetzt auch ein bisschen lang. Wie gesagt, für mich wären das auch 2 oder vielleicht sogar 3 Bahnen gewesen. Ja. Das stimmt. Aber vom Verlauf her eigentlich ganz cool wieder, ne? Alles so ineinander verwinkelt und das Tempo war auch ganz gut. Mhm. Und die ständig wechselnden Farben von den Schienen waren cool. Nur für Personal. Ne, hier gucken wir jetzt mal rein. Okay, das geht ja wirklich irgendwo hin. Okay, sonst sind die Versorgungswege hier, oder was? Weil wir gehen immer weiter in den Berg rein und wir sehen nichts. Aber es geht halt irgendwie immer weiter. Irgendwie schon. Interessant, okay. Ich einen Wurm durchgegraben. Okay, cool. Ach so. Okay. Hier geht's. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück zur Main Street quasi. Aber da steht auch Wild West. Okay. So. Ja, dann kommen wir da Red Force. Dann gehen wir hier mal rein. Power auf was? Ach so. Power auf Speed. Irgendwas. Speed. Speed. Passt ja zu Rot, genau. Ne? 3 Stunden Wartezeit. Ja, zum Glück haben wir. Guck mal, hier gibt es nicht mal einen Fastpass. Doch, Das ist ja richtig fies. Doch. Nee, ja, vorne, okay. Ganz vorne, okay, kann ich sehen. Ja, zum Glück sind keine Leute hier. Also 3 Stunden. Wenn 3 Stunden irgendwo stehen würde, würde ich da niemals mich anstellen. Nie. Da kann die Achterbahn noch so gut sein, wie sie will. Aber ich stelle mich doch keine 3 Stunden an. Dann bezahle ich ja Eintritt für eine Fahrt Achterbahn quasi. Ja, du kannst da fahren, wenn du rausgehst. Ja, warte, park echt, zu. Ohne Mist. Du kannst schon 15 Uhr anstellen und bis um 18 Uhr dran und dann macht der Park zu. Und dann bist du. Und dann fährst du deine 2 Minuten oder so. Eben. Und wenn es ganz hart kommt, tut mir leid, wir haben jetzt 18 Uhr, wir schließen die Bahn. Ja, oh nee, sorry, technischer Defekt, tut uns leid. Stell dir vor, so 2 Stunden 50 gewartet und dann die Bahn hat Störung. Ja, wir haben jetzt eine Wartung, tut uns leid. Die Bahn macht nicht mehr auf. Boah, da würde ich glaube ich ausrasten. Ich würde so richtig ausrasten. Wenn das so mal passieren würde. Das wäre schon echt dramatisch, ja. Mir ist das, als ich zum ersten Mal mit Dr. Moss Chocolat war das gefahren bin.
sie waren auch mittendrin einfach stehen geblieben und wir haben auch echt lange da gewartet, weil der noch recht neu war da. Und dann ist darauf hinausgelaufen, dass wir alle einen Kick was bekommen haben. Also, war okay, aber war trotzdem irgendwie doof. Ist das mit dem Phantasialand dann auch schon passiert, und zwar zweimal bei Chappas. Und da haben wir dann aber auch einen Fastpass bekommen. Ja, die nutzen das gerne so, ne? Fand ich auch gut. Ich hab's dann aber nicht für Chappas benutzt. Oh. Nee, aber ich hab's dann für Taron. Ja, das macht Sinn. Ja, muss ja irgendwie das Beste draus wobei machen, dass man die Wartezeit da... Wobei, beim ersten Fastpass war es gar nicht so, weil da gab es noch nichts beim Taron Fastpass. Weil das noch ganz neu war, die Achterbahn, da haben sie es noch nicht gemacht. Das, ich glaube, das war im Jahr danach. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal da war und wir das fahren wollten, da war die ganze Bahn auch noch recht neu. Und da mussten wir erstmal anstehen, um in den Bereich reinzukommen und dann bei der Wahl anstehen zu dürfen. Ja, das war auch toll. Wieder alles super eng miteinander verbunden, ne? Ja, das ist ja teilweise auch wieder im besseren Bereich gewesen. Ja, genau. Aber auch zügig unterwegs, ne? Sehr, sehr zügig. Aber heißt ja auch so, oder? Ich wollte gerade sagen, also... Power of Speed. Passt auch. Außerdem sind wir auch auf dieser Insel, ne? Also... Das passt schon gut hier rein. Und die ist auch echt hoch gewesen. Richtig hoch gewesen, ja. Ich habe es jetzt eben so ein bisschen weggequatscht, habe ich gar nicht mitgekriegt, aber das ist ja wirklich eine hohe Bahn. Ja, nee, so hoch kam mir das jetzt auch nicht vor, wie wir drin saßen tatsächlich. Und wir sind halt auch ein bisschen durch den Westernbereich, aber nur hier das kleine Stück, ne? Das hier vorne, das kleine. Ja, ja. Genau. Ach nee. Die kommt da auch nochmal raus. Hier auch noch. Achso, du meinst, achso, ja. Ja, schon ein bisschen was gesehen. Nee, gut. Ja, hier auf der Insel selbst war einfach gar kein Platz mehr. Da musst du ja irgendwo hin. Hier ist der Fastpass. Da. Ah, ja, okay. Genau. Wo bleibt denn der Mitaro? 22 bis 22.30 Uhr hat er geschrieben. Das heißt, es ist so ungefähr eine Stunde. Ja, sind wir ja fertig bald. Wir haben eine Stunde 7, haben wir schon. Das hat der. Hat er bestimmt extra gesagt. Der hat nämlich ganz genau. Das Ding ist nämlich, eigentlich wollte er den Mitaro mit mir die Parktour machen. Das sage ich euch jetzt nochmal kurz. Auch wenn ihr jetzt schon lange abgeschaltet habt, ist mir jetzt egal. Nein, wisst ihr was? Ich sag euch das, wenn wir Achterbahn fahren wollen. Dann guckt ihr es auf jeden Fall. Weil ich nämlich die Timesteps reinmache. So, jetzt habe ich es gesagt. Da hat er noch von. Sehr gut. Das hat er verdient. Gut, ich denke mal, das war jetzt hier so tatsächlich die letzte Achterbahn von dem Bereich. Weil hier hinten geht es dann nämlich rüber schon zum Wilden Westen. Und ja, also ist jetzt mir persönlich jetzt von den Bereichen, die wir bisher gesehen haben, der schlechteste. Also jetzt nicht so schlecht, dass ich den jetzt total kacke finde oder so, sondern das war nicht mein persönlicher Favorit von diesem Park. Bereich. Ich würde ihn mal beschreiben mit amerikanisch, weil hier ein bisschen weniger Thematisierung drin war und sehr viel mehr Schienen. Genau, gut. Aber ich glaube, das hatte er auch in der Beschreibung drin stehen gehabt. Warte mal, ich muss mal kurz. Thrillinsel ist für alle, die ein etwas mehr haben. Mehr Speed, mehr Höhe, einfach mehr von allem. Auch wenn dieser Themenbereich sehr klein ist, sind es seine Achterbahnen nicht. Ah, okay. Okay, da ist... sagt ja einiges. Ja. Gut, also war jetzt so nicht mein Bereich tatsächlich. War mir ein bisschen zu viel von allem. Ja, gut, ne, darum ist es ausgelegt. Ich aber auch zur Verteidigung sagen muss, der Boomerang hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das ist cool, dass er sich so in sich selbst kreuzt irgendwie. Also der Boomerang hat mir richtig gut gefallen. Die war mir dann tatsächlich zu lang und die rote war mir zu hoch. Nee, die rote zu lang, war auch, zu hoch, die war auch zu groß. Ja, also um Gottes Willen, ich will hier keinen Vorwurf machen, ich meine ein bisschen Kritik, ne, kriegen wir auch meistens ab. Also von daher sollen die Erbauer auch ein bisschen Kritik abkönnen.
Das ist ja auch nicht nein, böse gemeint. Also. Ach, guck mal. Nach da geht's nach Troja und da geht's nach Wild West. Und dann geht's hier zu Moonbase. Oh. At night. Ah, at night, please. Bitte Nacht ansehen. Das hat ja, das ist ja das Schild erklärt, gepasst, deswegen hat das abgekürzt. Vermute ich jetzt mal. Aber wir fangen ja, erstmal hier mit dem Wild West an. Achso, ich hatte mir gerade eben überlegt, wie wir die letzte Achterbahn auch noch gefahren sind, dass wir vielleicht die einzelnen Bereiche uns mal im Dunkeln anschauen. Ganz kurz mal. Dann haben wir das nämlich schon mal so in einem durch, weißt du? Deswegen wollte ich jetzt das Ganze nochmal... Nee, wir machen es doch nicht, weil... Ich weiß nicht. Wir machen jetzt erstmal die Parktour. Wir sind schon eine Stunde sieben dran. Also... Genau, eins nach dem anderen. Du hast es ja aufgeschrieben. Was denn? Den Park im Dunkeln uns anzugucken. Achso, ja, das habe ich jetzt echt aufgeschrieben. Gut. Also auf meinem Zettel steht wirklich nicht viel drauf, aber ich habe trotzdem übersehen. Kann mal passieren. Kann dem Besten passieren. Ja, ich bin kein Mitaro, ja. Das stimmt. Das stimmt. Du machst ja wenigstens mit. Aber mehr gleich. Gleich bei der nächsten Fahrt. So, hier gibt es Toiletten. WC Center. Okay. Gibt es wohl einige von. So, dann kommt man hier nach Troja, Piratenbucht, Alpen, Thrillinsel. Okay, also von... Das war ja das, wo wir vorhin waren. Von der Thrillinsel konnte man ja hier auch zu Wild West rein. Genau, da wäre jetzt auch direkt der nächste Eingang hier. Eingang, den nehmen wir auch direkt mit. Mad Dogs Lost Coaster. Wartezeit 90 Minuten. Ja, damit könnte ich mich noch zufrieden geben, wenn's... Ja, es ist grenzwertig, es geht noch. Geht echt. Also nur, wenn es wirklich eine Achterbahn... Hä? Bin doch gar nicht über den Fastpass. Ist das rückwärts gelaufen? Kann das sein? Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Warte mal. Dup, dup, dup. Ich bin gar nicht zickzack gelaufen. Ich dachte, das wäre jetzt alles ein Weg, weißt du? Ja, okay. Slalom durch. Überall noch ein bisschen was zu sehen. Gut, dass es auch so offen ist. Ich sag das ja immer wieder gerne. So Luft in solchen langen Warteschlangen, in engen Räumen. Luft ist immer wichtig. Man weiß nie, hinter wem man steht. Es ist einfach sehr unangenehm, so lange in einem stickigen Raum zu stehen. Ich weiß... Gerade diese 90 Minuten. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob mir das so bewusst aufgefallen ist, aber hier ist Gepäckablage. Das ist ein guter Punkt, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Hier ist es auf jeden Fall drin. 924 Meter, 86 km/h. 4 Inversionen. Na gut. Oh, das ist doch einiges. Und los geht's. Viel Spaß! Ich glaube, die Achterbahn ist ein bisschen zu kurz, um das jetzt zu erzählen. Aber bei der nächsten Achterbahn, wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, werde ich sagen, was gestern mit Mitaro passiert ist. Das ist ein richtiges Anteasen hier. Teaser. So, bloß alle dranbleiben. Ich erzähl's gleich. Also jetzt nicht, also gleich, danach irgendwann. Also nicht jetzt, aber später. Ist übrigens auch so eine kleine Jubiläumsbahn, das ist falsch. Die 10. was? Ich hatte gerade einen Hänger. Irgendwie verstehe ich jetzt gerade hier nichts. Und auch kurz war mein Ton auch weg. Deine auch? Ja, ganz komisch. Ganz komisch. Es war eine Lost Coasters. Die 10. Bahn gewesen. Oh. Sehr schön. Guck mal, schon fast die Hälfte. Die Hälfte fast geschafft. Sehr gut. Nee, war doch ganz solide eigentlich. Also konnte ich mich jetzt nicht beschweren.
Ich finde auch, Bergflitzer. Wieder ist gut dafür. Geheimnis der Geschwindigkeit. Ausgang, Eingang. Ist am Anfang noch nicht so, ne? Dass die alle noch so einen Untertitel bekommen haben. Nee. Auf jeden Fall ist hier die Station vom Monorail. Ja, das achten wir ein bisschen mehr darauf, was wir die auch sehen. Ja. Und dann geht's hier weiter. Das hat es schon ein paar Mal gemacht mit diesen Lampen, die von unten diesen Kegel nach oben werfen. Aber ja, ich finde es echt cool. Ja, wollte ich gerade sagen. Also hier, guck mal. Auch gut, ne? Der einsame Cowboy. Schön in Szene gesetzt, ne? Mit den Lampen. Echt schön. Ja, ja. Der Wartebereich gefällt mir wirklich sehr gut. Das mag ich. Er hat mir auch persönlich geschrieben, dass mir der Piratenbereich, weil ich ja so Piraten mag, anscheinend sehr gut gefallen würde. Also ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist der Mitarbeiter auch deswegen nicht hier. Weil es Piratenbereich gibt. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. Aber apropos Mitaro. Also, eigentlich war ich gestern mit Mitaro verabredet, um diese Parktour hier zu machen. Irgendwann um 10:30 hat der Mitaro mir dann geschrieben, so, wäre jetzt dabei und so, wäre aber müde. Er hat zwar dann gesagt, er würde mit mir dann jetzt auch die Parktour machen, nur ich habe dann gesagt, jetzt brauchen wir die Parktour auch nicht mehr machen, weil mehr kmh stand dann rein. Ja. Weil ich schon gesagt habe, dass die Paktum mal mindestens 2 Stunden lang dauert und ich keine Lust habe, dann um 10:30 noch eine Paktum zu machen, die über 2 Stunten geht, wo mir dann um 10:30 die Lust vergeht. Und da heute der Rick doch Zeit hat, habe ich den Rick mitgenommen und gesagt, du machst mit mir jetzt die Paktum. Also ich weiß gar nicht, wo du das jetzt hernimmst. Ich war einfach zufällig im Discord, du bist hier reingekommen und gesagt, hey, wir machen jetzt eine Parktour. Ja, genau. Das kam ein bisschen unvorbereitet. Ja, weil ich glaube, für so eine lange Parktour wäre das schon schön, wenn man jemanden hätte, mit dem man sich so ein bisschen unterhalten kann, auch nebenbei. Ja, ich glaube auch. Also es ist, der Länge wird es noch echt ein bisschen, weiß nicht, was er erzählen soll, so lang. Ja, das ist das Schwierige dann dabei, ne? Aber ich finde die Bahn jetzt hier auch schon wieder viel zu lang. Ich finde, so langsam pendelt sie sich ein. Ich fand die am Anfang sehr, sehr schnell. War die auch. Ich muss sagen, mit eine Stelle war da drin, die ich wirklich cool fand. Da war so ein Stück, wo wir über den Berg gefahren sind, wo Wasserfall war mit dem See. Das sah nicht gut aus, fand ich. Ja, fand ich auch. Es ist halt auch ein Flitzer gewesen, ne? Das war ein richtiger Flitzer. Upp. So, wo sind wir denn hier zu Hause? Die grüne Bahn. Mehr kmh. Ich weiß nicht, ob das gebraucht hätte, das war vorher schon ordentlich schnell. Ja. So, hier fliegen wir lang. Und wo ist denn dies jetzt? Siehst du das? Ich bin gerade auch am Suchen, so auf Anhieb noch nicht, vielleicht oder auch nicht. Vielleicht. Ich sehe es gerade auch nicht. Faszinierend. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Kleine versteckte Stelle gewesen. Man hat es ja im Video gesehen. Ja, es war irgendwo. Guckt einfach nochmal zurück und schaut mal rein. Spult nochmal zurück, genau. Es war so. Nur so eine halbe Sekunde. In dem Tempo geht es halt sehr schnell. Genau. Aber wir haben es gesehen, das ist die Hauptsache. Ich habe es nämlich auch gesehen. Ja, habe ich mich nicht eingebildet. Aber bei der Länge weiß man halt nicht, wir finden die Tür hin. Aha. Ja, das macht doch sogar Sinn. Aha. Ja, finde ich clever. Finde ich gut. Ja, und dann fährt die hier in die Station rein, ne? Ich mag das ja, wenn Türen irgendwo hingehen. Haben wir ja in Bella Italia auch jede Menge Türen. Jede Menge Türen. Ja, die Metallroad hat heute mal eine gefunden, wo nichts hinter ist. Ich muss, glaube ich, noch was nachbauen. Achso, by the way, nur kurze Info. Bella Italia sieht... Also Rick kann da ein bisschen mehr sagen, weil er weiß, wie der Park im Moment aussieht. Aber wir sind schon... Wie viel Prozent würdest du sagen? Ach, darauf wird es hinaus. Achso. Gute Prozentzahlen? Ich weiß nicht. Wir geben ja immer zwischendurch so ein bisschen random irgendwelche Zahlen. Deswegen weiß ich gerade nicht, was denn der letzte Stand war, den wir angegeben haben. Ich meine 80. Da hätte ich mal gesagt. 80?
Ja. Ja, dann sind es jetzt vielleicht 82. Ja, vielleicht 85 oder so. Ach echt, doch noch so viel? Ich dachte, hätte jetzt 90 gedacht, tatsächlich. Ja, es ist es. Guck mal, hier ist Wasser. Warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht von der Stelle, wo wir... Aber ich komme nicht durch den Berg durch. Ja gut, da ist ja auch ziemlich massiv. Ach, das ist die Stelle, wo der Tunnel ist. Okay. Ah, okay. Ja, es ist ja noch mehr... Also, wenn jetzt nur noch ein Bereich übrig wäre, würde ich vielleicht sagen 10%. Weil ein Bereich einfach nicht ganz 10% sind, ne? Es ist auf jeden Fall noch mehr als ein Bereich, der noch nicht fertig ist. Also, ist schon noch ein bisschen was zu bauen, aber es geht schon gut vorwärts. Ja, das wollte ich hören. Das Projekt ist auf einem guten Weg, fertig zu werden. Ja, und, wenn es der Fall sein sollte, dann gibt es noch ein paar Wochen oder Monate Folgen davon. Wir sind ja ein bisschen am Vorproduzieren. Und dann haben wir hoffentlich genug Zeit, um währenddessen uns um Cinematics und Trailer und Parktouren und all den ganzen Spaß zu kümmern. Genau, den Spaß, auf den ihr euch dann immer so freut. Naja, wenn es fertig ist, gucke ich es mir jetzt auch gerne an. Es ist halt nur das zu produzieren, ist halt ein bisschen anstrengend. Das ist halt unsere Arbeit, ne? Aber die Arbeit, die machen wir ja gerne. Es ist ja, ich meine, das, was wir machen, wollen wir ja auch irgendwo, oder? Also richtig. Also ich muss sagen, für mich hat Bella Italia schon diesen Stand erreicht, dass es halt das eigentliche Bauen gar nicht mehr so wahnsinnig toll ist manchmal, weil es halt so detailliert ist. Aber dass ich das trotzdem gerne mache, weil ich das Ergebnis halt umso toller finde. Ja. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen, hat so diesen Punkt erreicht, wo es eigentlich schon ein bisschen zu viel ist. Aber gut, es ist halt so der größte, ultimativste Park in Planet Coaster, den ich wahrscheinlich jemals bauen werde. Ja. Große Abschlussprojekt von dem Spiel. Sowas mache ich auch nie wieder, also ehrlich. Ich meine, Community Virtual war schon groß, obwohl jeder da nur seinen Bereich hatte. Aber in diesem Fall, nee. Also, so wie Bella Italia jetzt nochmal. Gut, es sind uns natürlich auch viele abgesprungen, die nachher nicht mehr mitgemacht haben und so. Es gab ja so ein paar kleine Konflikte. Ich sehe es einfach als großes Finale und endgültige Großprojekt. Was kann man alles aus dem Spiel rausholen, jetzt wo das Spiel langsam zum Ende geht? Ja. Wo ist die Grenze, was kann man damit machen? Deswegen versuche ich auch immer so viel wie irgendwie möglich und so gut wie irgendwie möglich alles dran zu bauen. Einfach weil ich wissen möchte, wo die Grenze ist. Ein bisschen. Ja, genau. Und ich glaube, es gibt auch wirklich keinen anderen Park in, also zumindest zu dem Thema Italien, sage ich jetzt mal, der da mithalten kann. Das behaupte ich jetzt einfach mal, dass das weltweit der beste Italienpark ist. Ja, ich glaube auch. Weil es halt ein Thema ist, das nicht so oft aufgegriffen wird und wenn, dann halt nur in kleinerem Ausmaß. Ja. Das ist jetzt gerade eben auch übrigens unsere nächste Achterbahn gewesen. Thema kleineres Ausmaß. Das war Schacht 13 war das. Schacht 13, genau. Ich war mir gerade nicht mehr so sicher. Ja, ich meine, da kannst du nichts falsch machen, ne? Wobei ich dieses Lichtspiel eigentlich cool fand. Ja, war gut. Auf jeden Fall. Aber ich mag diesen Achterbahntypen einfach nicht. Warte mal, ich wollte hier mal. Ja, ich finde ihn auch ein bisschen langweilig, aber er ist halt sehr platzeffizient, ne? Also macht absolut Sinn, den zu bauen, so aus Parksicht, aber so für uns ist es ein bisschen, naja. Ja, für uns, naja. Das stimmt. Oh, hier kommt uns wahrscheinlich jetzt der RMC-Coaster. Auf den bin ich auch sehr gespannt. Heute ist für mich so ein richtiger RMC-Tag, ne? Also ich habe eigentlich kaum Zug zu RMCs, aber das ist der dritte RMC, den ich heute fahre. Echt? Ja. Wo warst du schon? ich war in einem Park vom Mitaro, den noch keiner kennt, den man noch arbeitet. Ach so, da gibt's auch eine RMC. Und ich war in einem Park, den wir beide sehr gut kennen. Wie hast du den schon besucht? Was? Nein, ich bin bei der Italia. Ach nein, erzähl. Echt? Ja, Tatsache. Da, okay, alles klar. Ja gut, ich weiß schon Bescheid. Mehr will ich nicht wissen. Richtig. Ja, ist okay. Ja, die Spannung. Tja, habt ihr jetzt wahrscheinlich verpasst, wenn ihr jetzt es hier eingeschaltet habt. Nein, wir sind jetzt hier in der Goldmine, oder? Goldmine?
Crazy Gold Mine. Okay, Entschuldigung. Die verrückte Goldmine. Guck mal, hast du nicht verpasst. Nee, ich habe ja extra langsam gemacht und habe gesehen, ach, geht noch so weit hoch. Da kann man mal kurz aussteigen und wieder einsteigen. Genau. Finde ich aber gut, dass auch die selbst die Schicken hier verbeult worden sind. Ja. Sehr ertragreich sein, die Mine. Ja. Vermute ich auch. Achtung. Eigentlich ein richtig geiles Element. Ich hab nur gerade Angst in meinem Kopf gehabt. Weil so toll ist, gibt es alle Mittel mehrfach. Es ist halt einfach ein geiles Element. Es ist ja, so, ja. Es ist also wirklich. So, jetzt aber Schluss. Ja, wir haben wieder Punkt jetzt, ne? Ja, sieht's. Ja, gut. Aber auch hier wieder mit Wartungsarbeiten und so, ne? Reingebaut. Ist sehr gut, ja. Ich weiß am Anfang, nicht. Am Anfang war es irgendwie sehr viel Kurve und relativ wenig so Airtime-Inversion und so weiter, aber es hat sich dann, sobald wir aus der Mine raus sind, wurde das irgendwie mehr. Hat sich das geändert, genau, ja. Was ich mir nur so die Frage gestellt habe, ist, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Gute Frage. Ja. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Kommt bestimmt gleich. War wohl wichtig. Nicht. habe ich vergessen. Ich komme da jetzt nicht drauf. Warum komme ich da jetzt nicht drauf? Das war auch wieder eine relativ lange Bahn, ne? Ich find das ging jetzt noch von der Länge. Aber es war schon recht lang so gewesen. Es war gerade so, ne? Hier habe ich gedacht, okay, jetzt gleich sind wir zu Ende und dann kamen wir hier raus aus dem Tunnel. Ne, der Tunnel war das. Keine Ahnung, ich sehe deine Maus nicht. Achso, hier der Tunnel war das, ja. Okay, der Tunnel. Der Tunnel war das und dann, als wir hier aus dem Tunnel raus sind. Ah ja, stimmt. Jetzt ist der Berg hier im Weg, warte. Wir waren hier und dann war hier kurz die Bremse. Und dann hast du ja noch gar nicht gesehen, was kommt, ne? Ja. Und dann, wie wir hier über die Hügel gekommen sind, dachte ich mir, ach ne, jetzt geht da hinten auch noch lang weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt die Bahn könnte lang werden noch. Ja, aber du hast ja wirklich fast den gesamten restlichen Streckenverlauf gesehen. Also ja. So, ging noch. Ja, das alles gut. Ja, das schon. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, weil ich weiß ja nicht, wie er angefangen hat zu bauen. Welchen Bereich zuerst und so weiter. Aber guck mal, wir sind schon im Wild West und wir haben schon Land der Legenden, Alpen, Thrillinsel und Wild West jetzt gleich auch schon fertig. Ja, sind gut dabei. Sind gut dabei, finde ich auch. Der Park ist auf jeden Fall auf eine Menge Leute ausgelegt, so viele Tische, wie hier überall stehen. Gott, ich liebe diese Attraktion, ja, ne? Ich liebe diese, ehrlich, weil so viele Erbauer, die wir jetzt schon gezeigt haben, dieses Fahrgeschäft so toll thematisieren. Und was fällt Planko ein? Ich mache einen fliegenden Teppich draus, da wird nichts anderes draus, ja. Das sieht doch so kacke aus am Ende, ja. Also dem Erbauer ist ja keine Schuld getroffen dabei, sondern Planko. Weil was man hier draus echt macht, ne, weil eigentlich sieht es ja so aus. Zeigt das immer wieder gern, ne? Das ist doch Wahnsinn. Ja? Ja, es ist irgendwie eine Attraktion, bei der sich sehr viele Leute dazu inspirieren lassen, das Ding auch mit einzubauen, ne? So. Aber es stimmt, ich bin da komplett bei dir. Das ist echt schade, dass das so stark thematisiertes Ding da drauf war. Oder mach eine Frisbee draus oder sowas. Ist mir auch egal, ne? Das war vor Ewigkeiten, als wir dieses Wünschevideo für Planet Coaster 2 gemacht haben, war das einer von meinen größten Hauptpunkten, dass ich mir einfach gewünscht habe, dass es verschiedene Ride-Skins gibt. Also, dass man bei jeder Attraktion halt, weiß nicht, ein Dropdown-Menü hat meinetwegen dem Teppich und einem Raumschiff und dann auch nur eins, was nicht thematisiert ist, ein Frisbee oder sowas. Das hat jeder, dass es halt überall reinpasst. Ja, genau. Mal schauen, was da noch kommt. Mal schauen. Brainwave. Ja, wir sind ja, ne? Wir halten das alles ja im Auge. Ja, genau. Was im Moment noch kommen möge oder mag, vielleicht. Ja, spannende Zeit, kann viel passieren. Ja, ich weiß ja nicht, wann dieses Video halt rauskommt, deswegen werde ich jetzt nicht so viel erzählen.
Ja, wer weiß, vielleicht ist ja auch schon alles fair. Vielleicht haben wir auch schon alle Planet Coaster 2, wer weiß. Vielleicht haben wir ja schon, ja, genau. Irgendwann kommt diese Ankündigung, so Leute, wir wissen, ihr wolltet Planet Coaster 2 haben, hier ist es, könnt ihr heute kaufen. Ja, genau. Ach, guck mal, hier das Schild. TGMG, Temos Gold Mining GmbH. Für ein N, ne? Mining. Ja, könnte sein, ja. Aber vielleicht ist es auch so geschrieben, weiß nicht. Ja, das ist der Name, der gehört so. Ja, genau. Aber hier, wie gesagt, diese Bahn hier, das ist schon so viele gute Sachen gesehen. Das ist sehr schade. Mhm. Naja. Ja, das ist eine von den Attraktionen, die wirklich gerne und viel thematisiert werden. Das ist ähnlich wie so ein Topspin, genau. Ne? Machen ja auch viele Leute was draus. Genau, richtig. Gut, davon haben wir aber zwei, ne? Eine thematisierte und eine unthematisierte. Unthematisierte. Ja, gut, aber die thematisierte ist ja auch kein normaler Topspin, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Das ist diese 360-Grad-Topspin, sag ich mal gerne dazu. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Ja, ich weiß auch nicht. Dieses Gears of 4, ne? Ja, genau. Nee, nicht Achterbahn, Fahrgeschäft. Gears of 4. Muss ich hier drauf gehen, ne? Ja, bestimmt. Oder? Nervenkitzel. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Wo ist es? Guck mal, erste ganz, ja genau. Nee, ist nicht das. Nee, oder? Das ist... Wieder ach, guck mal, weiter vorne. Das ist fast in der Mitte in der ersten Reihe. Ein bisschen weiter links. Also das ist auf jeden Fall der normale Topspin. Ne? Genau. Das ist der normale. Und dann haben wir hier den hier, genau. Das ja. ist der Gears of 4. So, da müssen wir nämlich draufdrücken und dann können wir hier gucken, Übersicht. Typ des Fahrgeschäfts, Gears of 4, okay. Das ist jetzt hilfreich. Das hat jetzt nichts gebracht, okay, gut. Wissen wir nicht. Aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel für ein sehr wenig und ein sehr stark thematisiertes Fahrgeschäft. Ja, genau. So hätten sie es eigentlich mit so vielen anderen auch machen können, ne? Mhm. Sehr flexibler. Gut. Wild West ist, glaube ich, fertig. Das kann gut sein. Das sieht sogar, ja, das sieht aus, als würde es stimmen. Der AMC-Coaster, dann hier die grüne Achterbahn. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Bergflitzer, genau. Ah ja, das ist wirklich ein Flitzer. Hier die Mad Dog Lost Coaster. Die sind wir ja auch gefahren. Auch drei Achterbahnen in diesem Bereich. Und was mir gerade so auffällt ist... Ach, die haben wir auch gefahren. Ach, die war auch noch hier. Ja, stimmt. Ach, guck mal. Wir gucken hier sogar raus. Das ist gar nicht... Das kam so gar nicht rüber. Nicht? Ich dachte, wir sind noch Indoor. Also ganz ehrlich, als ich die gefahren bin, kam mir das nicht so rüber. Das machen wir jetzt gerade nochmal schnell. Also, ich sag mal so, ich hab mir schon gedacht, dass wir draußen sind, aber ich konnte jetzt nicht zuordnen, wo wir sind. Weil es sind einfach alle, die Berge sind ja okay. Alle irgendwie. Ja, okay. Alles klar, ist mir vorhin gar nicht so bewusst aufgefallen tatsächlich. Irgendwie. Ja, so ein paar Details verfliegen ja auch gerne mal bei so einer großen Tour hier. Ja, das stimmt. Aber wir gehen jetzt mal in den nächsten Bereich, Troja. Oh ja. Da kann ich mir auch gut was bei vorstellen. Ja, ich hatte Troja gar nicht so wirklich Bilder im Kopf. Oh, Troja? Ja, nicht so richtig. Mit dem trojanischen Pferd und Alexander der Große und... Ja, ja, also ich kenne die Geschichte schon, aber ich habe halt... kann man auch falsch verstehen. Hermesturm. Ja, Hermesturm ist das Ding aus der Geschichte, wo ich mich auch am besten erinnern kann, ja. Ich weiß nicht, ich kenne die Geschichten, aber ich habe halt mir nie groß Gedanken dazu gemacht. Also ich werde jetzt keine Bilder bekommen, wie es da genau aussah. Ja, gut. Im römischen Stile halt, ne? Ja, ich meine, hier ist es sehr viel in dem Park. Es sind zwar unterschiedliche Bereiche, aber ich sehe sehr viel diesen Burgbau überall. Ja, aber ich glaube aber auch, Planko selber hatte nicht viele Teile. Das kann sein, ja. Gerade bei so einem großen Park. Ne? Ich weiß es gar nicht. Kann man das eigentlich auch so anklicken? Weitere Filter? Ja, ich glaube schon. Inhaltspakete kannst du ja machen. Inhaltspakete. Hauptspiel, tatsächlich. Und dann angepasst. Wände. Naja, gut.
Ja, also es sind ein paar. Aber es sind jetzt nicht. Also es gibt verschiedene Typen von Wänden, aber in diesen Typen gibt es nicht so viele Variationen. Also es gibt eine Steinwand, aber halt nicht fünf verschiedene Steinwände. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Die zeigt mir trotzdem chinesische Sachen. Hauptspiel. Hm. So, jetzt. Okay, jetzt. Achso, es waren noch alle. Okay, siehst du mal. Bilde ich mir auch schon Sachen ein. Ja. Ja gut, das ist doch ein bisschen begrenzt, muss ich sagen, ja. Okay, mein Punkt bleibt der gleiche, nur dass es halt nicht so viele verschiedene Sachen gab. Ja, ja. Weil vieles waren dann hier so diese, du siehst ja jetzt die Maus nicht, hier diese Oberkanten-Dinger, diese, ach, sag mal. Bergzinn? Ja, irgendwie sowas. Ach, Burg, nicht Berg. Burgzinn, ja. Aber hier auch schön gemacht, ne, mit dem... Schön, schlicht und einfach. Prinzessin Taro ist am Start. Schön. Genau. Troja. Troja Swinger. Ah ja. Passender Name. Also einmal Turm und einmal Swinger. Und Hunde von Troja. Okay. Siehst du, ich bin nicht so im Thema drin. Was haben denn Hunde damit zu tun? Ich weiß jetzt gerade auch nicht tatsächlich. Ich kann mir nur an den dreiköpfigen Hund erinnern. Cerberus, aber ist das nicht in der Hölle gewesen? Ja, deswegen. Das ist das Einzige, wo ich mich jetzt so... Hier, keine Ahnung, weiß ich nicht. Troja-Passage. Wir gehen jetzt... Achso, warte mal. Wild West. Ich meine, Cerberus war irgendwie der Hüter zur Unterwelt oder so? Genau, der war ja mit Hades zusammen da unten. Ja. Denke ich mal. Ich glaube schon, ja. Ja, ich denke jetzt auch zuerst an den Disney-Film und weniger an die Geschichte, deswegen bin ich, das bringe ich gerade ein bisschen durcheinander. Ach so. Aber, hier, keine Ahnung, komm, bevor wir uns jetzt im Kopf und Kragen reden, lass uns einfach mal mit Hades Rollover fahren. Wo wir gerade von ihm sprachen, ne? So, hier die Q-Line, die springen wir jetzt mal ein bisschen drüber. Wir haben schon eine Stunde 37. Perfekt. Junge, die zwei Stunden schaffen wir. Oh, das ist aber sehr ambitioniert, du. Also wenn ich so auf meine Liste gucke, haben wir jetzt die Hälfte an der Achterbahn. Sicher, dass wir die anderen auch noch in der Zeit schaffen? Niemals. Oh Gott, Leute, es sei mir so verziehen, dass diese Parktour so lang ist. Aber der Park ist halt riesig, wir können nichts dafür. Und es ist eine Parkbewerbung. Was sollen wir machen? Park. Ja, wenn so riesige Parks vorgestellt werden, die kommen halt selten dann vor bei uns, aber wenn, genau. Dann halt auch richtig. Ja, wenn, dann machen wir das auch richtig, genau. Interessanten Farbe finde ich auch für diesen Fahrgeschäft mit dem Layout außenrum. Ich würde auch mal sagen, lila und gelb ist eine tolle Farbkombination. Definitiv. Kommt mir bekannt vor. Warte mal, wo kommt mir das denn nochmal bekannt vor? Ah. Da gibt's doch irgendein Logo. Ja, irgend so ein YouTube-Kanal war das. YouTube-Kanal, gell? Ah. Mit einer 7 und einer S, glaube ich. Irgendwie so. Ja, meinst du, ich dachte, das war eine 5. War das eine 5? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Wie war der Name nochmal? 7-7, auf jeden Fall 7-7, 7-7. Irgendwie so. Irgendwas mit der 7. So, das ist die Achterbahn. Hat mir gefallen, fand ich gut. Ja, fand ich auch gut. Fand ich sehr viel cooler, als ich gedacht hätte. Ja. Ich war auch erst... Also beim Start dachte ich zuerst so, ja, genau. Okay, es wird so ein recht eintöniges Ding, aber genau. Das ist echt. Oh, speichern. Beim Speichern. Oh, jetzt erst. Ja, ich habe auf 2 Stunden gestellt. Ah, okay. Ja. Ich dachte, mir wird mehr Sinn machen. Aber da hier so wenig TMDK-Teile sind, ging das jetzt recht schnell. Ist auch mal angenehm, oder? Das ist wirklich sehr angenehm. Ich würde tatsächlich noch mal gern zurückgehen an den Hauptweg. Ich hab mich gleich verlaufen. Weil hier nämlich Hunde von Troja stand. Deswegen wollte ich das jetzt mal mitnehmen. Bevor ich jetzt da hinten nämlich weiterlaufe.
Klingt gut. Ja. Und hier ist einfach nur ein Gang. Aber hier ist eine Station und zwar ein Kiddie-Coaster tatsächlich. Das ist ein Wendigo. Ein Wendigo. Hunde von Troja. Ich bin verwirrt. Für mich, Troja und Hunde passen in meinem Kopf nicht zusammen und das ist ein Wendigo und kein Hund. Und an der Wand hängen Drachen. Ich verstehe gar nichts mehr. Er hat Ohren. Er hat Ohren. So, ich verschwinde mal kurz vom Bild. Ich muss mir was zu trinken holen. Ich habe gerade richtig Durst. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Dann trinke ich auch mal einen Schluck. Wir sind ja gerade eher an dem Lift. Ich habe mich vorgespult. Perfekt. Ist ein Kiddie Coaster. Ist nicht so lang. Sicher? So, ja, ich weiß. Ich mache mich jetzt vielleicht zum Sport, aber ich trinke jetzt Cola. Oh nein, wie kannst du nur? Guck mal, ich sehe auch, wir haben noch einen Cascade vor uns. Das ist auch ein ganz toller Bahntyp. Und ich habe extra nicht die Marke reingestellt. Cool, dass du den erwähnst. Keine Werbung an dieser Stelle. Jetzt habe ich den Anfang leider verpasst. Ja, müssen wir aber noch eine Runde fahren, ne? Nee. Nee. Mir gefällt es aber voll gut, dass man auf diese kleinen Burg so, also wie so ein Irrgarten so ein bisschen hast du aufgebaut. Finde ich cool. Ja. Hat was, ja. Dann sind wir wieder zurück. Ich verstehe zwar die Tierauswahl immer noch nicht so ganz in diesem ganzen Teil hier, aber die Bahn ist trotzdem gut. Hat mir auch gut gefallen, ja. Also das, was ich jetzt zum Schluss gesehen habe, ja. Ja, Entschuldigung, ich hatte gerade echt Durst. Das ist. Wie lange bist du denn verschwunden gewesen? Nur kurz. Nur also kurz. Allzu viel hast du nicht verpasst, da. Nee, das habe ich echt nicht verpasst. Nee, hier war ich doch wieder dabei. Genau. Hier. Also, ja, dann habe ich ja nur den ersten Drop verpasst. Ja. Ja. Nee, eigentlich war ich schon beim Lift oben da, nur dann habe ich was getrunken, aber nicht auf den Monitor geguckt. Ja. Aber okay, hier ist noch eine Bahn so dazwischen. Siehst du das? Ja, ich sehe noch zwei Bahnen dazwischen. Ach, tatsächlich. Ich dachte gerade, das wäre der Wendigo. Ja, das habe ich echt gedacht. Ja, in Troja ist noch einiges los. In Troja ist noch was los hier. Junge, Junge. Warte mal, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen lost selber. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Da kommt er. Lachend auf uns zu. Der Nächste. So. Das war doch der Ausgang, ja. Das war der Ausgang. Ja. Und dann gehen wir hier zu Troja Swinger. Waren wir schon? Waren wir schon. Triton. Die nächste Achterbahn. Wahrscheinlich. War Triton auch ein Gott oder war er ein Halbgott? Ach hier, will ich gar nicht mehr drüber nachdenken, keine Ahnung. Früher war ich in diesem Thema drin, aber das ist echt zu lange her. Ja. Aber das ist hier Triton. Ja, das passt. Ja, ich meine Triton war irgendwas mit dem Meer, das sollte eigentlich hinhauen. War das Poseidons Sohn? Kann sein. Herkules war Zeus Sohn, oder? Ja. Da kommen die Seifenblasen, guck mal. Jetzt hier eine kleine Themenfahrt, ne? Anstatt Achterbahn. Das ist doch schön. Die ganzen Meerjungfrauen hier. Eigentlich schön gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, ob uns hier irgendwie sowas in der Art erwartet. Meinst du noch ein ganzer Dark Ride? Ja, irgendwie fehlt der mir. Ich hatte jetzt tatsächlich in den ganzen Parktouren. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, bevor ich was falsch sage. Warmwindfarm. War ja das Horror Maze. Kann ich nur empfehlen. Also hier die anderen Videos auch reinklicken. Auf jeden Fall. Einfach grundsätzlich einfach alle Videos. Alle Videos, toll. Die ihr verpasst habt, alle anklicken. Ganz, ganz wichtig. Wir haben Parktouren vom Hansa-Park, die auch vom Temo gebaut worden ist, vom Europa-Park, die auch vom Temo gebaut worden ist. Aber wirklich, wirklich auf dem Top-Niveau, ne? Top-Niveau. Also Hansa-Park 1:1, der Europa-Park ist zu 50% fertig, aber auch 1:1 nachgebaut. Wirklich schön gemacht. Total. Schön.
Einfach ein Temu-Fan-Kanal hier. Nein, dann müssen wir den Sonic vorziehen, weil von dem haben wir schon 4 Parkgänge gemacht. Ja, es gibt ein paar Leute, die haben echt viel zu zeigen, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Und vom Sonic ist auch immer so schön zu sehen, dass man... Wir haben tatsächlich mit seinem ersten Park angefangen, der nicht so gut war, glaube ich. Und dann kam nach und nach das, wo er tatsächlich besser wurde. Vom Bauen her. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und die Parks, die er dann gebaut hat, die waren wirklich perfekt, weil die waren wirklich so halbe bis dreiviertel Stunde lang, ne? Die waren kompakt, klein gehalten, oh, Entschuldigung. Und war echt schön. Und ich verfluche jetzt hier keine riesigen Parks oder sonst irgendwas jetzt, ne? Das soll nicht das heißen. Aber es ist natürlich angenehmer, weil es strengt dann doch schon einen an, sehr an, so lange Parktouren zu machen, die dann auch noch so groß sind. Oh, strapaziert schon einen sehr. Deswegen umso mehr freue ich mich nochmal. Vielen Dank, Rick, dass du dabei sein durftest oder konntest, dass ich nicht so ganz alleine hier in der Welt rumirre. Ja, ich meine, es ist ja durchaus einiges zu sehen hier, ne? Und ich fand das Triton auch echt gut. Ja, war sehr gut gemacht. Ich fand auch, dass diese Zwischensequenzen halt, ne? Fand ich gut. Ich weiß total, was du meinst, dass dir dieser Dark Ride fehlt, weil genau diese Stellen, wo wir mal ein bisschen ruhiger waren, wo man einfach da durchgeschippert ist, die waren echt angenehm. Ja, ja. Also hier sind hauptsächlich sind hier diese sehr großen, schnellen und krassen Bahnen drin, ne? Genau. Ja, es ist, aber was ich halt sagen wollte auch ist, danach kam halt, nach Warmwind kam dann halt, soll ich mal nachgucken, was wir alles haben? Asylum Horror kam dann danach und ich meine, Chrissy und ihre Dark Rides, ne? Also, ich liebe diese Dark Rides, ehrlich. Also, die macht das wirklich so toll. Ist schon ganz was Besonderes, das stimmt ja, schon. Also, Dark Rides generell, ich mag's. Riesen Respekt für jeden, der Dark Rides baut. Absolut. Der Respekt ist sehr hoch. Aber das ist absoluter Wahnsinn. Das ist schon krass, ja. Weil die Chrissy, man hat nämlich, ich weiß nicht, kannst du dich auch noch an den Alpengaudi erinnern? Da gibt's doch dieses eine Fahrgeschäft. Ich mein schon. Warte mal, Fahrgeschäfte. Dieses Fahrgeschäft ist, wo ist es? Das hier. Dieses Horror-Heights. Ah, ja. Das hat die bei Alpengaudi mit diesem Abenteuer gemacht. Übrigens auch bei uns auf dem Kanal zu finden. Reinklicken. Es ist auch einfach ein Fahrgeschäft, das ist auch eins von diesen Dingern, die wirklich sehr oft sehr gut thematisiert sind. Ja. Weil die einfach ohne gar nicht wirklich funktionieren. Aber ich hatte bisher noch keinen so guten gesehen wie den von Chrissy. Mhm. Und die hat ja in diesem Horror Asylum auch einen gemacht. Auch wieder richtig gut war. Einfach Markenzeichen. Ja, also das kann die richtig gut. Also das Teil richtig gut gemacht. Wirklich top. Kann ich nur empfehlen, müsst ihr mal reinschauen. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier der Icarus so alles kann. Ja, ich auch. Ist ja durchaus vielversprechend. Ich mag diese mythologischen Sachen eigentlich voll gerne. Das ist eigentlich ein cooles Thema. Ja. Gut, so einen Achtermann-Typen bin ich jetzt selber auch noch nie gefahren. Nee, ich auch nicht. Aber ich kann halt vom Fly berichten, also im Phantasialand und ja. Ich meine, wer unseren. Ist eigentlich schon vergleichbar, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, hier liegt man doch ein bisschen anders. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, wir sind beide noch nicht gefahren, keine Ahnung. Ja. Aber von Fly ist krass, Fly ist halt nicht meine Lieblingsachterbahn, muss man einfach so sagen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich denke, wenn ich nochmal in Phantasialand bin, dann werde ich auch nochmal fahren, aber... Ja, klar. Bis jetzt hat sie mich nicht überzeugt bekommen. Klar. Ja, nee. Der Preis ist ja nochmal um 3 Euro erhöht worden, glaube ich, ne? Der Eintrittspreis. Ja, aber wenn du vorher Karten hier vorbestellt, sind die sehr viel günstiger geworden. Ja. Auch zu bestimmten Zeiten auch, ne? Zur Hauptsaison sind es halt extrem teuer, aber so. Ich meine, du kommst für, ich glaube, 27 Euro oder so genau, rein. Genau. Also ja. Das ist schon gut für den Preis. Ja, das ist absolut, ja. Ich finde es gut, dass die Bahn hier echt an allen Achterbahnen so rumkreuzt, ne?
Das ist wieder irgendwie alles verzahnt hier. Ja. Aber man hat bei der Achterbahn halt tatsächlich sehen können, weil man halt durch die ganzen Drehungen halt sehen konnte, dass man auch da oder halt auch mal drüber fährt hier zum Beispiel, ne? Das konnte man halt sehen. Weil man halt lag, also, ne? Ich meine, es ist auch ein verrückter, egal wenn du das, wo du es dir von oben her anguckst, du musst einfach nur irgendwo hingucken und siehst direkt irgendwie mindestens drei Achterbahnen sich überlappen. Ja, das stimmt. Das ist schon Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ja, das ist wohl wahr. Jetzt bin ich hier gerade Taverne Helena, okay. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Hier war Ikos. Genau. Das war der Eingang. Jetzt weiß ich nicht, wo der Ausgang ist. Das war Triton. Weil wir sind ja hier dann irgendwo raus beim Triton. Ja, du kannst ja von bei Ikos bei der Station gucken. Da muss ja auch irgendwo ein Ausgang sein. Ja. Ah, ich dachte, ich finde den so. Okay. Müssen wir doch nochmal da lang. Dann gehen wir über den Fastpass. Dann gehen wir. Ja, wir wollen einfach alles zeigen. Ja, es ist halt so. Es ist halt so. Fastpass. Da sind wir schon. Der ist wirklich sehr fast. Ja, also hier lohnt sich der Preis für den Fastpass. Wenn der Park voll ist. Ja. Guck mal, gibt sogar einen Weg nur für Personal. Das ist ein Personal-Weg, ja? Das ist dein persönlicher Weg. Ja, genau. So kann man es auch nennen. Guck mal hier, mit Zaun und allem. Aber richtig hier. Ach, guck mal, da hätte man ja die zwei Wege verbinden können, oder? Ja, vielleicht war das vielleicht der Plan. Das der Plan, genau. Aber die Frage war jetzt, wo war der andere Weg? Schwierig. Ja, schwierig, gell? Aber schön. Das ist auch, absolut. Das ist auch eine schöne Idee. Jetzt muss ich mal gerade blöd fragen. Mit dem Inverted Coaster sind wir noch nicht gefahren, oder ist das der Wing Coaster? Ich glaube, den sind wir noch nicht gefahren. Den sind wir noch nicht gefahren, gell? Das ist doch hier der. Nee, nee. Wie heißt der? Hydra. Nee, damit sind wir noch nicht gefahren. Die Hydra sind wir definitiv nicht gefahren. Wir sind ja hier jetzt raus erstmal. Hier sind wir raus irgendwo. Ach Gott. So. Hier sind wir irgendwo raus. Da sind wir. Ja, da sind wir raus. Da, ja. So. Dann kannst du hier noch Fotos holen. Ikarus Fossa. Und so, und das Ding hatte ich vorhin gemeint. Ach, guck mal, hier sind wir schon. Das hatte ich von diesem Aussichtsturm gemeint. Naja, also das ist schon cool, was wir für ein Stück gemacht haben. Wir haben schon einen ordentlichen. Wo der Aussichtsturm ist. Du siehst die Maus jetzt nicht, aber ich zeig gerade auf den Aussichtsturm. Ja, genau da. Genau. Aussichtsplattform, sagen wir mal so. Boah, hast du schon was, was wir schon alles gesehen haben schon. Guck mal, haben wir tatsächlich nicht mehr so viel, ne? Also knapp, die 3 Stunden könnten wir unterbieten. Ja, könnten wir schaffen. Gut, wir sind aber auch tatsächlich zügig unterwegs, muss man wirklich sagen. Es tut mir wirklich auch sehr leid für den Temo. Ich weiß, du kennst den Park halt in- und auswendig und ich jetzt nicht. Und es tut mir auch wirklich sehr leid. Aber ja, also ich glaub, dennoch würde ich mich freuen, wenn du dich auch freust, dass dein Park bei uns auf dem Kanal zu sehen worden, zu sehen ist. Ja, es ist leider wirklich immer schwierig, ne? Wenn man selber so einen Park baut, dann macht man sich um jeden kleine Stelle Gedanken und weiß alles ganz genau. Und wenn man sich den Park dann anschaut, so am Stück, gerade wenn es ein so großer Park ist, dann kannst du halt nicht alles dir anschauen. Nee, geht doch nicht. Oder übersiehst du super schnell irgendwas. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Ja. Und ich glaube, es kennt jeder, der schon mal einen Park gebaut hat und sich dann darüber freut, dass irgendwer anders sich vorstellt. Und dann ist halt schade, wenn irgendwas nicht gesehen wird. Genau. Aber der Größe ist es halt einfach echt schwierig. Ja. Aber hier muss man wirklich aber auch... ich persönlich jetzt finde es tatsächlich richtig, richtig gut, dass dieser Park erstens die Schilder gut gemacht hat und dass es wirklich ein Rundweg ist. Weißt du? Ja, dass dieser Rundweg nicht in 3 Richtungen nochmal gespaltet ist, außer jetzt zur Mondbase. Aber ne, wenn man sich einen Plan ausmalt, sagt, wir gehen außen rum und am Ende machen wir eine Mondbase, dann haben wir alle Bereiche durch, weil es ein Rundweg ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns hier groß verlaufen. Nein, echt nicht. Überhaupt nicht. Obwohl der Park so groß ist, das ist schon eine Leistung. Ja. Und das musst du auch erstmal schaffen. Also dafür erstmal großen Respekt. Also. Oh ja. Das ist nicht so einfach. So, das war jetzt Hades hier. Den kennen wir schon. Den waren wir schon. Und dann fahren wir mal die Hydra. Da bin ich mal sehr gespannt. Ah, direkt daneben. Ja, passt doch zu Hades. Ja. Nur Fastpass. Ab hier 3 Stunden. Na gut. Wer will? Wie viele Tage soll man denn in diesen Park gehen, wenn man alles mit nach diesen Wartezeiten hier anstellen würde?
Also, dann war, ich wollte gerade sagen, da brauchen wir auch ein Hotel, aber das haben wir auch schon gesehen, zwei auch nach, wenn man. Also, wo sollst du denn schlafen? Das stimmt auch, ja. Das stimmt. Ach ja, ich bin so froh, dass du mit dabei bist. Das muss ich wirklich so gestehen, weil ich glaube, wenn ich das hier ganz alleine gemacht hätte, ich wäre verzweifelt, ehrlich. Das, also, jeder, der mal eine Parktour, macht mal eine Parktour, nehmt euch Matthäus Park und macht die mal alleine. Also, ich sag's euch. Nach anderthalb Stunden habt ihr wirklich keine Lust mehr. Und das hat nichts mit diesem Park zu tun, weil es ist einfach, ihr starrt anderthalb Stunden auf diesen Monitor und lenkt mit der Maus und alles Mögliche. Es strapaziert einen sehr. Ja, ich bin echt froh, dass du hier die Kamera durch die Gegend führst. Ja, du lehnst dich schon zurück in deinen Sitz, ne? Und frisst Chips. Ich mach's mir gemütlich, jetzt ist ja ein bisschen Schluss. Ja. Fish and Chips am Essen hier. Stimmt doch gar nicht. Ich mach Striche, ja? Jetzt kommt nämlich auch einer. Ah, ja, genau. Ja, gut, du machst die Buchführung. Ich habe im Prinzip nur einen Job und das ist, einen Strich auf Papier zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich das hinbekommen habe bis jetzt. Weil ich schon erzählt habe, keine Ahnung. Sehr gut, ich muss nochmal was trinken. Deswegen spule ich gerade nicht vor. Ja, ich muss aufpassen, wo ich die Cola hinhalte. einfach weg vom Bild. So, was habe ich verpasst? Ah, nix. Den Lift. Nee. Guck mal, von gelb zu blau. Aber wieso? Hydra, war die nicht blau? Hydra, ist die blau? Ja, mein Disney-Kopf ist die Lila. Dein Disney-Kopf. Ja, bei Herkules halt, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall ein Inverted Coaster, also so viel soll gesagt sein. Ich finde die Musik jetzt hier für die Achterbahn und für das für den Namen der Achterbahn finde ich die Musik falsch gewählt. Ist ein bisschen zu technisch, ja. Ne? Also es müsste ein bisschen mehr düster, Fantasy, so Fantasy düster. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, es ist halt nicht so immersiv damit, ne? Ja. Ich finde, sowas bringt eine Verbindung zur Bahn schon wieder durcheinander, ne? Ja. Ich meine, es ist erstmal schon gut, dass er überhaupt mal gedacht hat, Musik zu machen. Das vergisst man ja super schnell. Ja. Auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei der Menge an Achterbahn irgendwann die Musik ausgegangen ist. Das kommt noch dazu. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Songs Planko hier zur Verfügung hat. Ja, gut, ich habe jetzt alles. Es sind schon einige. Ich habe jetzt DLCs halt, ne? Achso, ja, guter Punkt. Ja, ich hab letztens erst nochmal alle Lieder durchgehört, die dieses Spiel echt? Hat. Ja, ich musste halt für Venedig Musik raussuchen und dann musst du halt gucken, was es gibt, ne? Boah, hast du mal gezählt? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Nee, ich hab's ja auch nicht komplett durchgehört. Ich hab nur so angespielt, um zu gucken, ja, passt das jetzt oder nicht? Ja, okay, schnell Durchlauf hast du gemacht, ja. Ja, vorspielen kannst du halt leider nicht. Ja, leider nicht. Du kannst sie doch bei Media oder irgendwo, kannst du die doch so anhören. Da brauchst du doch gar nicht. Ja, ist ein guter Punkt, da habe ich nicht dran gedacht. Bei Planko zu hören ist echt ätzend. Ja, ich dachte nämlich zwischenzeitlich auch, ach, guckst du dir auf YouTube einfach alle, der andere kannst du durchskippen. Ja. Aber dann dachte ich mir, ich habe ja den Soundtrack mir auch runtergeladen, ich habe das ganze Zeug ja da. Aber die sind halt nicht dann benannt und so. Da dachte ich, ja, gut, dann guckst du halt einen Planko, dass du die auch wiederfindest dann. Aber stimmt schon, ich hätte ja auch einfach in den Files nachschauen können. Ja, da hast du die Musik auch. Ja, das wäre einfacher gewesen, hast du recht. So, hier ist tatsächlich einfach nur ein Turm. Ich dachte gerade, man könnte von hier irgendwo hier hoch. Aber die Bahn war echt angenehm. Dafür, dass es ein Inverted Coaster war, war die auch nicht zu schnell unterwegs, fand ich. Eine super Achterbahn. Also hier im Troja-Bereich generell, ne? War eigentlich alles soweit in Ordnung, fand ich. Ja, ist alles gut, ne? Also es ist jetzt, wir haben nichts wirklich zu meckern irgendwo. Deswegen kommen wir auf Musik. Ja. Genau. Das heißt ja schon, was wir über Musik reden. Das heißt auch meckern. Gemeckert haben wir jetzt hier echt gar nicht so irgendwie. Nee, also der Park ist schon top, also wirklich. Dafür, dass es der erste Park ist und natürlich hier die Pflanzen alles gleich gehalten. Aber baut ihr mal so einen Park, dann habt ihr auch irgendwann mal keinen Bock mehr. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die Motivation haben, 5 Jahre lang einen Park zu bauen. Nee. Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Das ist schon der Wahnsinn. Irgendwann willst du einfach nur noch fertig werden. Das ist einfach so. Das ist. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Guck mal, wir haben nur 2 Jahre. Ja, aber wir sind auch zu dritt.
Ja. Der Temo macht das ja allein. Denke ich mal. Also, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist krass. Also, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zur Piratenbucht. Da wurde mir gesagt, ich würde mich freuen. Ich bin sehr gespannt. Piraten ist so mein Ding. Ich mag Piraten. Aber nur in Filmen. Weißt du, was ich toll an Piraten finde? Was denn? Die haben ganz viel Fässer. Die haben ganz viel Fässer, ja. So. Ach ja. Das ist ein guter Einstieg. Guck mal, wir haben was gefunden. Ein kaputtes Schiff. Ja, ich meine, das passt ja sowohl zu dem mythologischen Zeug als auch zu den Piraten. Das ist aber eigentlich top. Okay, hier ist nichts versteckt. Oh, hier ist nochmal. Hier geht's nochmal weiter. Ah, ne. Das ist einfach nur die Höhle für das Monstrum. Hier gibt es halt manchmal einfach so Höhlen, die einfach ins Nichts gehen, ne? Ja. Aber das ist schon spannend. Krakenmonster. Okay. Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Gut, dass ich nochmal gedreht habe. Mhm. Eigentlich wollte ich da hochgucken. Es ist aber auch echt ein schöner das, Blick weil, da hoch. Genau, ich hatte das nämlich hier von hier unten schon gesehen. Wir standen nämlich hier bei Helios, hatte ich mal kurz hochgeguckt und dann habe ich das so gesehen. Ja? Ah, und dann dachte ich mir, okay, hier ist eine freie Brücke und dann wollte ich da nochmal kurz hochschauen. Und das ist wirklich ein toller Anblick. Es sieht nach so viel aus, ne? Obwohl es eigentlich nur so eine Wand ist und ein Berg. Genau. Und gerade in dem richtigen Moment kommt die Achterbahn. Siehst du? Perfekt. Ja. So, die Piratenbucht. Ja, da gibt es jetzt wohl Freibeuter. Aber der Eingang ist schon, ne? Du bist schon sehr einladend, ne? Mit den ganzen Totenköpfen. Und ich finde das cool, dass er diese Elfenlichter hier genommen hat für die Augen. Weil die Totenköpfe an sich haben keine Lampen. Stimmt, ich habe das eben so ein bisschen hinterfragt, da war mir nicht so ganz sicher. Die passen ja perfekt da rein. Voll gut, ne? Muss man sich auch mal merken. Also, wenn ich das jetzt hier. Jetzt machen wir es hier einfach mal. Und du stehst dann hier, ne? Kommst von der Brücke. Und dann leuchten dich die Augen an. Das ist schon gut gemacht. Ja, stimmt schon. Das ist eine gute Idee. Irgendwie finde ich es auch passend, dass die so ein bisschen da rausglitzern. Ja. Also, irgendwie finde ich, das hat was. Das hat echt was. Das ist echt gut, tatsächlich. Ja, ist eine tolle Idee. Ja, ja. So. Freibeuter-Tour. Ey, vielleicht haben wir ja hier einen Dark Ride. Boah, wer weiß. Ich würde mich super freuen. Also, es gibt auf jeden Fall einen Fastpass. Auf jeden Fall einen Fastpass. Oh, also, nee. Das ist eine Holzachterbahn. Ja, gut. Ist auch nicht verkehrt. Könnte aber auch keine sein. Wer weiß, wo wir rauskommen. Ja, wäre schon unwahrscheinlich. Also, wenn eine Sache sicher ist in diesem Park, dann ist es überall Fastpass. Auch wieder schön gemacht hier, dass also, die Bahn wieder an der Q-Line Intake. Ja, ich hasse dieses Wort. Interagieren ist nicht so deins, ne? Überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, also, es würde mich jetzt schon wundern, wenn das nicht die Holzachterbahn wäre. Oh, hier auch schön, ne? Einfach ein Haus in den Berg gebaut. Ja, das sind deine Dark Ride-Elemente halt in der Queue. Ja, genau. Muss ich mir einfach vorstellen. Aber auch die Queue-Line wieder sehr lang, ne? Ja, auch das ist doch schon halbwegs realistisch. Geht, glaube ich, noch länger. Ach, das ist. Aber ich mag so offene Stationen sehr gerne. Ich finde sowas toll. Ist aber auch schön, ne? Wieder. Guck mal, hier oben fährt die auch nochmal lang. An der Station vorbei. Ach, da, ja, okay, ja. Ich muss ein bisschen suchen, ich habe ja keine Ahnung. Ja, du hast keine Maus. Das ist echt doof, ne? Ja, wir haben halt kein Geld für Discord Nitro. Das ist halt so. Kann man da die Maus sehen? Echt? Ja. Ich mein ja. Okay, vielleicht sage ich jetzt auch gerade was Falsches, aber ich meine ja. Das ist ja witzig, dass du dafür Geld haben wolltest. Ja, und dann hast du auch das Bild in Full HD und so, ne? Also, hast schon ein paar Vorteile. Sonst würde sich das ja nicht lohnen. Warum? Sonst würde es ja keiner kaufen. Ja, gut. Ich wusste das nur von diesen ganzen animierten Emojis, die wir haben. Ja, gut. Die kannst du dir auch so kaufen. Da brauchst du nicht Nitro. Keine Ahnung, so. Ja. Ich spule mal hier ein bisschen vor. Auf jeden Fall fahren wir hoch zu einer Burg. Ganz, ganz. Wir fahren ganz schön hoch. Das sind doch bestimmt 80 Meter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's jetzt runter.
Ich wollte mich gerade noch über diese schön langgezogenen Kurven freuen. Aber überall ist so ein paar Elemente drin, ne? Also komplett leer ist es eigentlich nirgends drin. Nee. Aber in so einem Tunnel hier, wo relativ wenig los gibt, aber auch. Ja, also das hier sieht man wieder nicht, ne? Da ist wieder ein Gebäude. Das, ja, das ist immer traurig. Schade, aber hier fahren wir jetzt an der Station vorbei. Auch schön gemacht. Mit den ganzen Kisten und so, ganz cool. Ja, das ist top integriert. Nee, das sieht man auch wieder nicht. Müssen wir gleich nochmal kurz durchfliegen. Aber ich finde sie jetzt schon wieder tatsächlich zu lang. Ja. Ja, ich finde sie tatsächlich auch zum ersten Mal so ein bisschen eintönig. Aber ich glaube, es liegt einfach an diesen vielen, vielen, wie heißt denn das? Vielen Tunneln, die halt hier drin sind, wo nichts drin ist. Naja, ich glaube aber auch, hier ist vieles thematisiert und das sieht man halt einfach nicht, ne? Dass man von diesem einen Wow-Effekt zu dem nächsten Wow-Effekt kommt. Das kriegt man so nicht mit, aber was ich mir auch nicht vorgestellt hatte jetzt, dass wir hier den Lift hochfahren und dann auf einmal hier oben an der Burg rauskommen. Der Lift ist echt hoch, ey. Das, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wir haben 107 km/h, ja, und wieder fast 2 Kilometer Strecke, ne? Wie hoch ist denn die Bahn? Tiefster Fall. Achso, dafür muss ich die öffnen. Bauen, meine ich. Und. Wo kann ich das denn jetzt sehen? Ja, gut, die fährt, die ist an dem Berg, deswegen kann ich das nicht sehen. Mach mal unten bei, bei dem Baumenü, da kannst du einstellen bei den Höhenmarkierungen auf Wasserlevel. Wie geht das denn? Was meinst du? Was? Unten im Baumenü. Und dann ganz rechts. Also nicht bei Gebäude, wenn du die Achterbahn bearbeitest. Okay. Also Schienen bearbeiten ist das. Ja. Und dann da jetzt in diesem Menü unten rechts. Dynamisch? Hast du Höhen, ja, ein bisschen höher. Höhenmarkierungen sind das. Und da hast du jetzt gerade auf die Berg, auf das Berg-Icon gestellt. Und dann, wenn du jetzt auf das Wasser-Icon gehst, dann 70. Die Höhe abhängig 70. Von, ah, Wasser. Siehst du, das habe ich gar nicht gewusst. Guck mal hier. Lerne ich hier noch was dazu. Und ja. Dann aus ist aus und einmal Höhe zum Berg oder zum Boden mehr oder weniger und dann Meeresspiegel. Ah. Interessant. Genau. 70 Meter. Ich hätte schon fast gedacht, was das Meer 70, ist. 70, ja. Gut, und tatsächlich musst du noch mal ein bisschen abziehen, gell? Weil die Station ist. Da. Ist die Station. Du siehst die Maus nicht, ja, ich weiß. Hier ist die Station, da. Und die ist ja nochmal ein bisschen höher. Ja. Ich fand das gut, ich dachte, du sagst mir jetzt eine Zahl, wie hoch die Station ist. Und die Station ist da. Ja, cool. Ach, ja, okay, so könnte ich es auch machen, ja, tatsächlich. Ja. Ist ja cool, das machen wir jetzt noch schnell. Wir haben 6. Was sind das? 4 Meter, oder? 6? 4 Meter. Na gut, ja. 65 Meter. 66. Ist schon immer noch hoch, ne? Also. Absolut. Aber das ist jetzt mal auch egal, weil wir kamen hier hoch und auf einmal sind wir hier oben in irgendeiner Burg. Fand ich echt total cool. Also, ist doch grundsätzlich ist das hier total cool gemacht, ne? Wieder auf dem Berg. Gefällt mir richtig gut, ja. Hat was. Nur. Man fährt mit so viel Speed hier durch die Gegend, dass man hier gar nicht so richtig was von mitbekommt. Von dem Ganzen. Ach so. Ja, guck mal, da ist die Kurven, da ging ja auch genau die andere Richtung. Kannst du gar nicht davon sehen. Und irgendwas war doch hier in irgendeiner Höhle. Jetzt ist das Blöde. Ich weiß es nämlich nicht, wo. Ja, es waren in zwei Höhlen, war glaube ich irgendwas. Genau. Ne? Und das müssen wir jetzt erstmal suchen. Das heißt, ich muss die ganze. Glaube, hier, das hat man auch nicht gesehen. Ja. Er fix einfach noch vorbei.
Ja, ich glaube, es war tatsächlich erst gegen Ende, aber kann ja durchaus sein, dass wir auch hier zwischendurch durch Kleinigkeiten wie sowas hier halt haben. Ne? Ja, aber auch wieder gut gemacht hier mit dem umgedrehten Schiff, ne? Schiffswrack. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Die machen es einfach angenehmer. Gefällt mir auch richtig gut, ja. Ah, man kann so viel machen mit dem Piratenthema, ne? Ich finde, das ist saugut. Oh, ein Dive Coaster haben wir auch noch. Oh, das ist ganz schön hoch. Gut, hast du bei der Bahn hier auch gesagt. Ja, ich, für mein Gefühl ist einfach alles ewig hoch. Na gut, ich glaube, der Kolossus ist auch 70 Meter hoch, ne? Oder 60 Meter hoch, glaube ich. Ja, es gibt halt schon durchaus so wahnsinnig hohe Attraktionen. Das ist nicht, dass es unrealistisch wäre, das meine ich ja gar nicht. Ja. Ja, boah, ich suche mich jetzt hier blöd, ne? Es ist echt kacke. Also jetzt hat nichts mit Map Bauer zu tun oder so, aber da war halt was. Hier, das wollte ich wissen. Ah, okay. Ja, genau das. Ah, okay, ja gut. Hier ist ein Turm drin. Das wollte ich sehen. Hier gibt's eine Helix. Das ist eine kluge Verwendung von Objekten, die woanders auch schon stehen. Ja. Weil das stört ja absolut keinen, dass es hier ist. Ja. Und das ist außen auch komplett gemauert. Ja. Okay. Und dann kommt man hier an der Station vorbei, gell? Ja, das fand ich richtig cool. Da stand noch richtig viel Zeug rum. Ist auch schön gemacht hier alles, ne? Schön gestaltet. Ist richtig schön. Gut, da wir jetzt hier bei der Station sind, gehen wir auch hier gleich mit dem Ausgang wieder raus. Wirklich schöne Fahrt. Allerdings ein bisschen zu lang. Und, aber an sich eine Holzachterbahn halt, ne? Kann man nie viel falsch machen mit. Also ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich schon mal irgendwann eine Holzachterbahn gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja hier alles falsch gewesen. Ich glaube, Holzachterbahnen sind so dankbar. Ja, doch, die gibt's schon. Also ich habe schon eine gesehen. Ach, guck mal. Das ist tatsächlich... So kann man auch einen Leuchtturm bauen, ne? Ne? Finde ich hier gut. Wenn er pulsieren würde, dann wäre das noch ein richtig geiler Effekt, ne? Würde passen. Mhm. Aber frag mich nicht, wie das funktioniert mit dem Pulsieren. Oder es gibt auch den Scheinwerfer, der sich so rumdreht, oder? Ist das nicht so ein Batman-Signal? Also so ein Ding, das in den Himmel geht? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Also, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, irgendwie Licht in so einen Turm reinzukriegen. Ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten. Ja. Also, das ist, glaube ich, echt egal. So, dann haben wir hier Port Royal. Ist auch wieder schön, ne? Aber wirklich. Ist im Prinzip so eine Mini-Version vom großen Original, also. Finde ich gut. Und dann kommen wir hier und dann haben wir die Galeonen. Gefällt mir. Ja. Hängt ein bisschen tief im Wasser, oder? Aber vielleicht sind sie einfach sehr voll geladen, wer weiß. Voll Gold. Und wo ist das Gold? Unser Gold. Na, Wasser. Schade. Aber hier schöne Stege, auch mit den kleinen Booten hier, alles gut gemacht. Ist echt schön. Richtig hübsch. Und mehr ist da ja auch nicht. Ich finde so Hafenbereiche, gerade mit dem ganzen Holzzeug und sowas, das kann man gerade, also hier im Plitkost wirklich bauen. Definitiv. Das was du eben meinst mit den Piratenteilen. Da gibt es ja wirklich schon gute Optionen. Ja. Hier kannst du überall Fässer hinstellen. Das sieht immer gut aus. Es hat schon seinen Grund, dass überall Fässer stehen. Ne? Das ist nicht nur, weil ich Fässer so gerne mag. Das liegt hauptsächlich daran, dass Fässer einfach überall reinpassen. Ja. So, Ausgang. Tortuga. Wo geht's denn hier lang? Ja, das ist das kleine Versteck. Ach so. Hi, Captain. Okay. Irgendwie vermisse ich hier was. Aber wir sind ja, glaube ich, noch gar nicht fertig. Piratenbucht. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was. Dann gucken wir uns da mal die Station an. Die müssen wir auch noch fahren. Zwar im Schnelldurchgang, aber fahren. Ja, es ist, ich weiß nicht, also eine Monorail, die über den ganzen Park lang fährt, muss doch irgendwas zu sehen sein, oder? Vielleicht haben wir da ja unseren Dark Ride Part.
Es ist eigentlich eine komplette Dark Ride Monorail, meinst du? Ja, war das Phantasialand auch beim Phantasialand früher, wie die Monorail da hatten. Stimmt, ja. War auch ein Dark Ride Part. Ja, ist was dran. Man ist in eine andere Welt gefahren. Mit Dinosauriern, die auf einmal kamen. Ich war als kleines Kind war ich total verwundert. Ich auch. Und die waren auch noch gar nicht mal so schlecht animiert. Ich habe es auch ziemlich gut in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich glaube, es war mein erster Besuch von Phantasialand. Könnte bei dir gut möglich gewesen sein, ja. Ja, es ist für mich echt schon lange her. Voll für dich auf jeden Fall, ja. Vor allem für dich. Ich glaube, das ist eine vage Erinnerung daran, was das genau alles war, aber. Aber die Silbermine, oder Silbermine, kennst du die noch? Ja, die kenne ich sehr gut. Die war auch schön. Ich fand die so schön. Ja. Auch die Mechatronics und sowas, die da verbaut wurden, fand ich voll gut. Fürs Phantasialand waren die richtig gut. Ich bin aber voll gern dieses Silbermine gegangen. War zuerst voll traurig, als sie diesen ganzen Westernbereich abgerissen haben. Ja, ich auch. Es war wirklich klasse. Aber, ja, gut, dafür kam jetzt halt Klugheim, ne? Ja, da konnte ich ja drüber wechseln, so im Nachhinein. Also, sie haben nichts falsch gemacht in dem Sinne. Jetzt, sie haben es eigentlich richtig gut gemacht, ne? Was das angeht. Ich glaube tatsächlich, dass die ältesten Attraktionen im Phantasialand, die ich kenne, sind. Also, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich erinnere mich an einen Drachenmaul, aus dem man halt rausgefahren ist. Ja, das war 1001 Nacht, das war eine Gondelfahrt. Genau, und darunter war so ein Blumenmeer oder sowas, ne? Wie hieß die denn nochmal? Rosengarten, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Also, mit so kleinen Raftingbooten, wo du dann so eine kleine Strecke gefahren bist, genau. Ja, ich glaube, das ist da die gegenüber war das Galaxy. Die runde Kugel. Direkt gegenüber. Ah, okay, ja, ich hätte es jetzt gar nicht anhören können, wo das schon auch stand. Okay, direkt gegenüber war Galaxy. Vielleicht ein bisschen schräg gegenüber, aber es war da. Ja, wortwörtlich, es war da. Genau. Aber da ist ja jetzt Ruckburg. Ja. Ja. Ruckburg? Doch, Ruckburg, ne? Jetzt bin ich gerade total verwirrt. Ruck müsste da sein, ja. Ich hatte so einen kurzen Moment Brickburg im Kopf gehabt, aber das war Zarok, die Parkuhr gewesen. Ja, das ist auch ähnlich gut, aber ja, es ist sicher was anderes. Ich hab das Gefühl, wir sind schon durch mit der Piratenwelt, weil ich bin hier über die Brücke drüber, weil wenn ich hier lang gehe, komme ich zum Ausgang. Es ist so ungewohnt, ne? Irgendwie müsste da so, ne? Aus der restlichen Erfahrung des Parks müssten da irgendwie noch drei Achterbahnen stehen. Ja, genau. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ah, hier ist nochmal eine Achterbahn, guck mal. Aha. Ach so, ein Unterirdischer. Da ist ein Dark Ride. Weil ich bin durch die Piratenbucht. Ach, ist das überhaupt noch von der Piratenbucht? Nee, das weiß ich nicht. Ja, doch schon, oder? Guck mal. Pirate Mountain. Ich glaube, das gehört noch zur Piratenbucht dazu. Das gehört noch dazu. Ach, guck mal. Der Achterbahn-Typ. Das ist aber nochmal eine andere Achterbahn, wie gerade eben gesehen, oder? Ich dachte gerade eben auch, dass das diese Lorenbahn ist, aber es könnte auch einfach ein Waggon von der hier gewesen sein. Fastpass, warte mal. Ach so, da. Wo ist denn? Da lang. Die meisten Anstehwege, halt zickzack. So, dann kommen wir hier so lang. Kommen wir hier über die Brücke, finde ich auch ganz hübsch. Mhm. Aber hier sind drei Waggons drin. Das ist so eine lange Bahn. Keine Ahnung. 1, 2. Ja, 3 Waggons. Ich mach mal nur 2 rein, weil hier sind dann. Sonst stehen wir gleich irgendwo, weißt du? Weil dann so viele Blockbremsen sind. Könnte sein. Oh, 5. Nee, ich mach mal. Ah, nee, warte mal. Falsch. 4. 4 insgesamt. Entschuldigung, das waren die Wagen. Trotzdem mal nur. Ach, guck mal, die ist gar nicht fertig. Ach, die können wir. Gut, mal gucken. Ich meine, wir können es fahren. Wer weiß, wo wir rauskommen. Sie, aber vielleicht ist da wegen irgendeiner Mod oder so. Oder wegen irgendwas. Wobei, nee, ist jetzt ja nichts drin in dem Park. Ist ja. Kann ja keine Mod sein. Ja, gut, Mods schon, aber keine TMTK. Die Mods haben ja nichts mit TMTK zu tun. Ja, aber wenn er schon auf Team Decays und auf alle DLCs verzichtet, gehe ich irgendwie nicht davon aus, dass da Mods drin sind, oder? Wir werden es gleich sehen. Ja,
auch. Aber ich habe auf jeden Fall alle Mods, die es so im Gebrauch sind. Alle Mods, die es für das Spiel gibt, die hast du. Nicht alle, nur die wichtigen. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier. Also, warum die nicht eröffnet war. Vielleicht gab es einfach noch kein Testwort. Und das kann auch gut sein. Stimmt, jetzt wie du sagst. Ah, doch, es gab keine Testfahrt, weil ich habe die Wagen geändert. Ah! Deswegen. Ha. Ja, das wird Sinn ergeben, ja. Deswegen. Auf jeden Fall geht's hier nochmal hoch mit dem Lift. Colorado Adventure Style mäßig. Ja, ein ganz typischer Minecoaster, ja. Ne? Aber hier finde ich die Musik wieder passend gewählt. Alles gut. Ja, das zieht wieder so ein bisschen mehr in dieses Piratenthema rein, ne? Was dieser Bahntyp halt von Natur aus ist, oder wegen dem Zug halt nicht so richtig macht. Das holt die Musik halt wieder rein. Und noch ein Lift, jawoll. Drei. Aber. Also gehört sich das doch. Also wenn hier vier Wagen drin waren, also vier Züge. Dann wärst du jetzt bei jedem Lift, dann hättest du gestanden. Ja, wäre schon glücklich. Aber du musst ja erstmal warten, bis der nächste Zug zum nächsten Block fährt. Ja, wenn die nah genug aneinander oder weit genug auseinander sind, dann kann es ja auch sein, dass du durchfährst. Kann sein, aber das Risiko wollte ich nicht eingehen, deswegen bin ich auf zwei runter. Ja, ist alles gut. Wir wollen die Fahrt ja genießen, oder? Ja, es tut ja für unsere Zwecke jetzt auch keinen Unterschied machen, ob das jetzt mehr oder weniger Kapazität hat. Ich denke auch. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zur Station zurück. Es war eine echt sehr schöne, angenehme Fahrt, fand ich. Ja, ne? Ich finde, die kann wirklich jeder fahren. Das war wirklich gemütlich. War so klassisch halt auch mit den drei Liften, ne? Fand ich. Das sind wirklich sehr oft drei Lifte, das stimmt. Auch hier im Disneyland, die Big Thunder Mountain. Die hat ja auch, glaube ich, zwei oder drei Lifte. Also ist so ein typischer, klassischer Minecrosser, ne? Das ist wirklich einer der wenigen Achterbahn-Typen, wo es komisch ist, wenn nur ein Lifter drin ist. Ja, also. So, und das ist jetzt hier der Ausgang davon. Also quasi von der Piratenbucht. Yes. Aber wo ist der Eingang denn davon? Na, ich meine, da ist eine Brücke, ne? Ja, aber also, da steht die Ausgang. Irgendwo hinführen. Nur also. Ausgang. Es muss ja hier irgendwo einen Eingang geben. Bist du, glaube ich, hier. Ja, bist wahrscheinlich am richtigen Weg da. Ach, bestimmt hier. Warte mal, hier sind wir ja rechts zu Pirate Mountain. Hier geht's ja auch noch weiter. Ah, Black Pearl. Das kann es ja nur sein, ne? Aber hier schöne Q-Line dafür. Die ist sehr cool thematisiert. Richtig gut. Und dann sind wir hier bei der Schiffschaukel. Schön am Wasser, so gehört. Den Ausgang haben wir ja vorhin gesehen. Wir gehen nämlich hier den Tunnel weiter. Da war noch ein bisschen Platz. Haben wir noch ein bisschen was? Wir kommen aber wahrscheinlich Richtung Ausgang. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wo wir hier sind. Guck mal, hier kann man schön auf die Achterbahn gucken. Die wir vorhin gefahren sind. Wo sind wir denn jetzt? Die Perspektive habe ich noch gar nicht gesehen. Voll gut. Ich fahre noch ein bisschen hoch. Guck mal hier. Richtig hübsch. Gefällt mir auch richtig gut. Ach, guck mal hier, der Totenkopf. Ah ja, cool. Es wirkt halt wirklich wie so eine Pirateninsel-Festung-Dings, ne? Also passt schon echt gut. Fluchabenteuer. Bitte fahren. Ja, klar. Was denn sonst? Ja, das ist nicht drüber fliegen, denke ich mal, so das heißen. Ah, okay. Also haben wir hier wahrscheinlich eine Wildwasserfahrt. Jawohl, genau. Okay. Eine getriggerte Wasserbahn wahrscheinlich. Ja, okay. Machen wir natürlich. Machen wir. Aber ich möchte. Das ist unsere erste Wasserbahn. Ja, ne? Tatsächlich. Die erste überhaupt andere Bahn. Ja, zählen wir die auch als Achterbahn? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie Planet Coaster die mitzählt. Ich fange meine separate Liste an auf einem Platz. Ich hätte jetzt noch so viel Platz. Wie viel sind wir denn überhaupt? Das wäre jetzt die 20. Oh. Und wir haben ja noch die Mondbasis. Mhm. So. Also wenn ich mich nicht verzählt habe. Oh, die Bahn hat Prestige bei den ganzen goldenen Truhen. Ja. Ui. Aber
Hier spule ich vor. Also das tue ich mir nicht an. Warst du denn nicht? Weil ich nicht will. Ist doch genau so ein Element, wo man irgendwas... Das hast du gar nicht mitgekriegt. Ja, während die Achterbahn gefahren ist, habe ich es nicht mitbekommen, aber hier ist schon... Während der Achterbahnfahrt. Aber es ist echt oft so, ne, dass so Mine Trains super oft interagieren mit gerade so Wasserbahnen, ja. Dingern. Das stimmt. Siehe Phantasialand halt, ne? Ja, genau. Das ist auch nochmal die Achterbahn. Bietet sich wahrscheinlich einfach an, ne? Weil beides in irgendeinem Berg drin hängt. Ich weiß halt jetzt nicht gerade. Ich mach mal kurz auf Pause. Ich weiß halt nicht, wie weit wir jetzt sind. Aber ich denke mal, dass wir so eine schönere Atmosphäre haben. Ja, kann sein. Und damit erfüllst du dir indirekt deinen eigenen Wunsch so ein bisschen. Hast es selber dargestellt. Sehr gut. Ah ne, okay. Das ist draußen. Ja, draußen kann ja auch dunkel sein. Oh, wir haben die 2 Stunden 26 erreicht. Oh, wow. Ja, ich glaube, das ist ein... Das wird ein neuer Rekord hier, ja. Das wird ein neuer Rekord. Und so langsam... Ja, wenn es nicht schon längst einer ist, also ich weiß es nicht. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine Parkour gehabt, die... Das ist sehr, ja, sehr cool. Ja, hat wahrscheinlich lieber 2 Stunden war. Ich weiß nur nicht, ob die 2:30 oder 2:15 war. Naja, bis das haben wir ja noch. Wie viel sind wir da? Also der letzte Drop, der war echt cool, ne? Ja. Das ist echt ein cooles mit Bild dem Hai, mit dem Hai. Das war richtig gut. Mit dem Hai, dem Schiffwrack und dann nach dem roten richtig, Licht dabei. Das ist schön echt gut. Thematisiert. Das sah richtig stimmig aus. Ja, das Bild ist schon cool, ne? Aber wirklich, das ist wirklich cool. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch gemacht. So, 22:30 Uhr, wo ist Mitaro? Also er hat eben gesagt, dass er so ungefähr um 30, 40 da sein wollte, also zu Hause. Ich weiß nicht, wann er dann hier ist. Ja, der hat das mitbekommen, dass wir hier einen Piratenbereich machen. Der kommt danach erst wieder. Ach so, meinst du. Okay. So. Er hat so ein Instinkt für Piratenbereiche. Ja. Der kleine Lolli. Ja. Jetzt fühlt sich auch schon viel eher so an, als wäre der Piratenbereich abgeschlossen. Ne? War doch noch ein paar Aktionen. Ja, genau. Und dann sind wir auch hier bei der Teetassenbahn. Da war der Eingang und nein, wir sind immer noch nicht fertig. Uns fehlt noch die Mondbasis. Ist ja abgefahren. Aber ich möchte jetzt erstmal hier nochmal kurz drüber gucken über die Piraten. Also es hat mir echt sehr schön gefallen. Sehr gut gefallen, dieser Piratenbereich. Recht groß, der Piratenbereich. Richtig groß, ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Ich fand den Mine Train fand ich echt cool. Und die Holzachterbahn war auch cool, aber die war mir zu lang. Tatsächlich. Und beim Mine Train, der waren 1300 Meter, aber das ist so typisch dafür, ne? Mit den 3 Liften und allem. Ja, durch die Lifte und sowas hast du auch immer genug Speed, um irgendwie, damit genau. Du auch gut durchkommst und nicht so langsam wird. Genau. Die Wasserbahn war auch cool. War schön thematisiert auch. Hat mir alles sehr gut gefallen, ja? Doch, war schön. War sehr schön. Ja, und dann gehen wir jetzt mal in den letzten Bereich und zwar in die Mondbase. Da kommt man nämlich von Haupteingang direkt rein. So, at night, please. B-Nacht. B-Nacht. Bitte Nacht ansehen, vermute ich mal. Ja, also... Oder Beinacht. Ansehen. Ja, ich glaube eher auch Beinacht. Kannst ja aussuchen, wie höflich das Ganze sein soll. Okay, gemacht, getan, haben wir. Land der Legende, Piratbucht,
Und Ausgang Exit haben wir auf dem Schild stehen. Ja, ich stelle aber auch mal jetzt eigentlich nicht mehr. Aber Mondbase ist so der Zentrum vom ganzen Park. Und ja, wird auch der letzte Bereich sein, den wir jetzt hier uns antun. Dann schauen wir uns den Park nochmal im Dunkeln an und fahren auch noch die Monorail kurz im Schnelldurchgang. Weil wir nicht wissen, ob wir dort doch noch unseren Dark Ride Part bekommen. Der hier tatsächlich fehlt, ne? Der fehlt hier. Ich finde, bei so einem riesigen Park hätte man vielleicht sogar bei der Piratenbucht. Gut, wir haben da die Wildwasserbahn. Also, es hätte sich angeboten bei so ein paar Stellen hier in dem Park. Aber man muss auch sagen, dass bei so einem großen Park, wenn du da noch einen Dark Ride reinbaust, das ist zum einen super zeit- und teileintensiv. Und zum anderen mit den Limitierungen, die er sich selbst gesetzt hat, mit den DLCs und das ist echt cool. Und den Team DK-Sachen und sowas auch gar nicht so einfach. Ja, das stimmt schon, ja. Wobei du aber bei den Piraten eigentlich viel machen kannst mit den Teilen, die das Hauptspiel selber hat. Ja. Ich finde, stimmt. Es wäre schon möglich gewesen. Das Hauptspiel hat sehr viele Teile für Sci-Fi und Piraten. Ja, das ist richtig. Das sind die Hauptthemen gewesen, ne? Und Märchen. Märchen auch. Also diese drei Sachen. Na, stimmt wohl. Ich meine, kannst du auch so ein bisschen an die Maskottchen sehen, ne? Ja, gut. Das stimmt. Western gibt es, glaube ich, auch. Ja, aber das ist nicht so. Das war nicht so groß. Die Teile finde ich auch immer noch heute noch so schlecht. Finde ich. Die Western-Teile? Ja. Ich kann mit den Teilen einfach nichts anfangen. Ich weiß nicht. Also, so richtig. Ich habe mich ja nie so richtig an Western rangetraut. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist, das zu bauen. Aber ich glaube, man kann ja schon coole Sachen machen. So ein paar Sachen, die ich im Workshop gesehen habe, sahen schon, schon gut aus. Also auch ein bisschen persönliche Präferenz, ne? Also, ich glaube, ich kann halt auch gedanklich mehr mit hier Science Fiction anfangen als an Western. Ja. Oder halt meinetwegen kombiniert. Oder auch kombiniert, das wäre auch cool, ne? Wie hieß der Film noch mit Daniel Craig? Alien West. Ja, wie hieß West der? Alien, irgendwie sowas. Alien in the West oder sowas. Es war doch so wie Alien vs. Predator, irgendwie sowas. Western vs. Alien oder so war das. Ja, es ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe ihn auch gesehen, ich weiß nur gerade auch nicht mehr, wie er ist. Aber das finde ich so cool hier reingebaut. Ich dachte, jetzt kommt eine Achterbahn, ne? Hallo? Ja, das ist doch mal würdig. Wenn du denkst, da kommt eine Achterbahn, da kommt ein Fat Red. Hat er uns wieder hops genommen. Hier stand halt UFO, ne? Und dann hier so die lange Q-Line, Fastpass natürlich. Es ist schon cool integriert, ne? Gehst du quasi hier außen rum und du siehst nichts von innen. Ja, ich denke halt, ich gehe jetzt in so eine Basis rein. Und dann kommst du hier rein und dann siehst du das Ding. Die Enterprise. Ja, cool gemacht. Schön gemacht. Nice. Ja. So, dann ist das der Eingang, hier der Ausgang. So, dann war das hier. Aber hier, das hast du so gesehen, ne? Die Mondbase Imbiss. Finde ich voll gut. Ja, ja, ich hab das gesehen. Voll schön gemacht, finde ich. Hat was. Ja, aber leider gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Neonschilder im Spiel, aber ich glaube, das sind sogar alle, die es gibt. Die sind aber echt cool. Ist schön gemacht, ja. Hat mir richtig gut gefallen auch. Exorbital, das wird eine Achterbahn. Das sieht schon gut aus. Also Boomerang sogar. Also bei dem Namen hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er noch irgendwie noch so ein Boom hinterher gestanden hätte. Und vorhin bei dem Loop Ding da, hast du gesehen, die Monorail fuhr dann da durch den Ring durch. Ja, das habe ich gesehen. So, ich fand das cool, dass er noch so einen kleinen Tunnel da drumherum gebaut hatte. Finde ich auch sehr interessant. Exorbital ist ganz schön shiny, ne? Findest du? Also sah jetzt von außen so glänzend aus. Okay. Ja, vielleicht von dem Licht. Vom Licht her. Ja, das kann sein. Ach, cool. Ist auch wieder.
Also die Monorail, die geht ja schon echt gut überall durch. Deswegen sollten wir auch, glaube ich, am Ende nochmal kurz fahren. Wir haben, ob wir jetzt 3 Stunden haben oder 3 Stunden 30, ist aber egal. An dem Punkt ist es halt wirklich egal, ja. Die 15 Minuten Rundfahrt, wenn überhaupt, nehmen wir mal mit. Und wir haben ja noch die Möglichkeit, mit O zu beschleunigen. Kann das sein, dass das hier wieder so ein Bumerang ist, der auf relativ wenig Platz recht viel schafft? Ja, haben wir auch, ja. Kreuzt sich auch nochmal durch den Looping, ne? Genau. Ah, gerade so. Ja, das war der Boomerang. Exorbital. So, haben wir hier gleich auch den Ausgang oder war das nur der Eingang? Ne, da hinten ist der Ausgang. Jawohl. Gut. Und dann sind hier die Toiletten. Jetzt sind wir hier. Das war der Ausgang davon. Da sind wir rein. Okay. So. Dann gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang. Das ist eine wilde Maus. Ah, nee, ist der Dive Coaster. Ist das okay? Nur Ausgang. Ausgang. Das ist ja nüchtern, immer nur Ausgänge. Da ist ein Eingang, Orbit. Fastpass und hier steht Orbit. Ich vermute, das ist ein Flatride. Ja, ich glaube auch. Ja. Da ist er. ja, genau. Ist ja nicht schlimm. Passt ja auch hier rein. Nö. Ich finde es auch gut, dass die Flatrides auch so gut thematisiert sind. Sind die tatsächlich. Und hier haben wir jetzt... Wir haben es genauso verdient wie die Achterbahn auch. Gravity. Das wird der Dive Coaster sein, oder? Ja, wobei die Schiene sagt nicht, dass das ein Dive Coaster ist. Was denkst du denn? Ich vermute, dass es wieder so ein Spinning Coaster ist oder eine wilde Maus. Ja, ich tippe mal auf den Dive Coaster. Einfach weil ich noch eine Schiene da sehe und irgendwie so viele Achterbahnen können ja gar nicht mehr stehen. Glaubst du? Ja, stimmt, für die anderen sieht es eigentlich mehr Dive Coaster aus, ja. Ja, vielleicht hier ist aber der Lift, hier sieht man wieder einen am Arbeiten, ne? Das hätte man jetzt fast übersehen. Ja, der bedient den Lift. Der bedient den Lift, genau. Der repariert den gerade, aber hier auch die Q-Line, ne? Das ist doch Wahnsinn, guck mal. Was hier los ist. Das ist Das ist ein super simpler Zaun, also der war super gut. Mir gefällt das recht gut. Aha, also doch. Nee, stimmt doch nicht. Oh Mann, ey. Ich bin auch schon ein bisschen durch hier. Der Wahnsinn. Looney Turns. Ja gut, das ist außer Acht, aber die Player einfach alles bekannt. Ne? Wilde Maus, Abklatsch, Gedöne, Dive Coaster, irgendwie so Typhoon in einem. Also, ganz ja, einmal das alles bitte. Weißt du auch nicht, das ist doch hier... keine Ahnung. Kann ich... Ich habe den zumindest im Story-Modus immer relativ gern gebaut, weil man da so viel konnte. Und so flexibel war. Also ich würde mal sagen, der Name ist Programm und ist jetzt für mich nicht gerade die beste Achterbahn im Park. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es an Discord lag, aber es sah für mich auch recht ruckelig aus. Ja, erstens das und die Kurven irgendwie, entweder ist es tatsächlich so gewollt, ne, weil wegen Gravity.
Also crazy war es auf jeden Fall. Crazy stimmt. Auf jeden Fall. Und ja, weiß nicht. Also hier, alles gut. Man kann ja auch mal eine Achterbahn schlecht haben von 21. Was? Bin ich immer der Meinung. Also von hier kam er ja schon mal. Ja, ich denke auch, 1 von 21 ist schon guter Schnitt. Definitiv. So, von hier kamen wir. Dann gehen wir jetzt schon mal in die andere Richtung. Und dann haben wir hier Out of Control. Das wird dann hier das Flat Ride sein. Das mit dem Spaceship das größte noch thematisierte Fahrgeschäft für Sci-Fi. Ist das so? Ja, es gibt ja nur die zwei eigentlich, ne? Die was mit Sci-Fi so wirklich was zu tun haben. Ja gut, die Enterprise ist auch nicht eindeutig Sci-Fi, ja. Das stimmt schon. Also ich würde jetzt sagen, das und die Schiffschaukel halt, ne? Die als... Ja. Ja, ist was dran. Mir gefällt der Name auch richtig gut hier. Ja, ne? Finde ich auch. Also Out of Control, der ist cool. Echt cool. Fällt mir auch gut. Ja, hier ist halt die Q-Line, ne? Brauchen wir jetzt auch nicht großartig rüber. Hier ist halt nochmal ein Tunnel. Ich finde, man kann halt mit diesen Space-Teilen so wahnsinnig gut mit wenig Teilen richtig großes Zeug bauen. Ja, heute würde ich wahrscheinlich auch, wir haben ja mal zusammen den BRG-4-Teil gemacht, ne? Genau. Da war ich auch noch ganz am Anfang und was du dann da gebaut hast, das hat mich auch total geflasht und heute würde ich das genauso machen wahrscheinlich. Ja, ich fand das aber auch faszinierend, ne? Weil das ganze Ding war ja relativ groß und es waren halt knapp 4000 Teile nur. Es war halt ein Blueprint, das ganze Ding. Ja, das stimmt. Deswegen, ich finde das echt faszinierend, wie das, also das Space hat relativ viele recht große und trotzdem sehr detaillierte Teile. Ja, ja da, guck mal. Da haben wir das andere. Da haben wir es doch schon. Genau, und dann haben wir hier nochmal eine Monorail-Station. Monorail-Station, genau. Mondbase, Eingang. So, was haben wir hier? Fastpass. Fastpass und Eingang zu? Gucken wir uns erstmal hier das an. Also guck mal, das ist auch mal. Das Star Wheel. Ist auch mal schön thematisiert, ja? Ja, das ist auch wirklich an einem guten Spot dafür. Ja. Das kannst du ja wirklich vom Eingang aus sehen. Und eigentlich schon überall so groß wie das Ding ist. Das ist ja riesig, gell? Ja, sehe ich auch echt selten in Parks. Aber bei so einem großen Park, da passt es auch einfach rein. Ja, das komplette Teil einfach ringsrum thematisiert, ne? Siehst keine Stützen. Schön gemacht. Dropkick V2 ins schwarze Loch. Das wird der Dive Coaster sein. Was ein Name? Ja, ich glaube, das steht einfach nur so dabei. Ich glaube nicht, dass die Achterbahn so heißt, oder? Wenn, dann heißt sie Dropkick. Wenn, dann... Ja, ich denke mal, Dropkick V2 wird der Name sein. Das ins schwarze Loch, den sie Untertitel, den ein paar von den Bahnen haben. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Dann gehen wir mal die Q-Line durch. Auch hier schön, dass er auf verschiedenen Ebenen gebaut hat, ne? Boah, das hat aber echt lang gedauert heute. Ich dachte, es kommt mal von dir. Ich habe aber die ganze Zeit drauf gewartet, aber da wir jetzt gleich am Ende sind, dachte ich mir, komm, jetzt musst du es aber sagen. Ich wollte was Ähnliches tatsächlich sagen, aber ich habe nicht daran gedacht. Okay. Ich wollte sagen, dass ich es sehr cool finde, dass es hier mal so eine Standard-Cube ist mit diesem Hin- und Her-Lauf, aber dabei noch so Brücken da drin sind. Ja, das stimmt. Das hat irgendwie was. Das stimmt. Also man könnte so einfach uminterpretieren und einfach sagen, es ist schön, dass diese Queue auf mehreren Ebenen ist. Könnte man auch so formulieren. Stimmt, ja. So, bevor ich aber jetzt hier loslege, möchte ich die Zuganzahl auf 2 machen. Nur damit wir halt die komplette Fahrt genießen können. Das ist ja eine wilde Tür da. Die ist halt gedreht, weil wir eine Kurve fahren. Ja. Nicht dein Ernst. Ah, ich wollte gerade sagen, es kommt gerade die Melodie von Star Wars. Nee, das ist tatsächlich. Es gibt im Spiel so eine Musik, die sehr ähnlich ist. Ich habe gerade echt gedacht, jetzt kommt hier. Luke, ich bin dein Vater. Ich glaube, die heißt auch irgendwie Imperialer Marsch oder sowas. Oder irgendwie so eine Art heißt die auch. Haben die so ein bisschen gecovert. Bisschen abgeändert. Ja, macht ja Sinn. Darf sie ja. So. Ja.
Let's go ins schwarze Loch. Bitte nicht nach unten sehen. Don't look down. Wo soll man sonst hingucken? Das ist ja fies. Das ist aber ein cooler Effekt. Ja. Okay. Wir sind ein bisschen schnell durchgefahren, finde ich. Das war cool. Ja, so, ich fand's auch echt cool mit diesen Lichtern. Landschaft hier gefällt mir richtig gut. Gemacht, ne? Also inspiriert von Brilli B, YouTube, Parkshow. Ah. Aha. Da haben wir. Ja, also irgendwie dieses Terraforming mit diesem Schnee irgendwie, dieses Berglandschaftige, das habe ich in den Alpen auch schon so gemacht. Ja, das stimmt. Oh, das ist gut gemacht. Jetzt wollte ich aber nochmal kurz, ja, wo ist denn hier der Drop? Da ist der Lift. Da. So. Den ganzen Rauch. Wow. Ja, sehr viel Rauch. Nee, die Kamera war dort schuld. Achso, okay. Da war hier das Monster halt drin. Ja. Okay. Dann kommen wir hier halt durch das Portal wieder raus. Nee, richtig hübsch gemacht. Schön. Gefällt mir wieder richtig gut. Auch hier durch den kompletten Park fährt die Achterbahn, ne? Also durch den kompletten Bereich. Wieder ist die irgendwo unterwegs, ne? Es ist halt toll, wenn so eine Bahn im gesamten Bereich interagiert. Absolut. Also ich glaube, in dem Park interagiert ja irgendwie alles miteinander. Ja. Auch alles wirklich sehr schön beleuchtet. Ja, ich könnte jetzt meinen aufgeschriebenen Punkt bei Nacht mal anmerken, aber du bist ja schon wieder bei Nacht. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt bleiben wir auch dabei. Auch hier, ne? Schön mit der Kurve gemacht, die Lampe. Wir fahren jetzt natürlich nicht alle Achterbahnen nochmal durch, weil ich denke mal, wir haben 21 Achterbahnen hier oder wie viel haben wir? 23, glaube ich. Das kommt doch gut hin, weil wir haben 26 Achterbahnen und 25 geschlossen. Hä? Warte mal. Wie können die denn geschlossen sein, wenn du die alle aufgemacht hast? Ich habe die alle auf, ich habe die ja nicht offen, ne? Ja, okay, auf Test. Okay, auf Test. Aber wir haben ja 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eines geöffnet. Orbit. Orbit kennen wir doch. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27. Freibeutertour, ja, ne? War doch, glaube ich, die Wildwasserbahn. Das war der die Holzachterbahn, der vermeintliche Dark Ride, der keiner war. Okay. Bergflitzer war eine Achterbahn. Megabomb war eine Achterbahn. Hardest Rollover war eine Achterbahn. Crazy Goldmine war eine Achterbahn. Schacht 13. MacDog Lost Coaster war eine Achterbahn. Ach, was suchst du denn? Ob wir irgendeine Achterbahn verpasst haben. Ach so. Weil ich habe hier irgendwas geöffnet. Out of Control war auch eine Achterbahn, oder nicht? Nee, das war ein Flat Ride. Monorail lassen wir auch erstmal zu. Ja, ich denke mal schon, dass wir die alle jetzt haben. Ansonsten, Temo, wenn nicht, dann tut's mir leid. Also bei, sagen wir mal, 25 Achterbahnen tut's mir wirklich leid. Oder wie viel hast du jetzt aufgeschrieben? 23? Ja, 23. 23 sind wir auf jeden Fall gefahren. Sollten 3 gefehlt haben, tut uns leid. Also ich weiß eigentlich, ob es genau 23 waren. Vielleicht habe ich mich auch erzählt. Ja. Ungefähr 23. Ja, ungefähr 23 Achterbahnen. Also schon mal Hut ab dafür, dass du hier 23 Achterbahnen in den ganzen Park reingeknallt hast. Das ist ein riesiger Park. So riesig, so einen riesigen Park hat man echt schon lange nicht mehr. Mit so viel Details und allem. Und dafür, dass es dein erster Park ist, finde ich den
wirklich, wirklich gut gemacht. Also wirklich, also dafür hast du Talent, muss man wirklich sagen. Gefällt mir richtig gut. Also alle Bereiche haben so ihr Individuelles. Auch die ganze Beleuchtung wirklich sehr schön gemacht. Klasse. Die Gebäude einzeln, ne? Hier überall schimmert es ein bisschen rot raus. Also ist wirklich, wirklich toll gemacht. Und der einzige Bereich, der mir tatsächlich so nicht gefällt, ist dieser Thrill-Area hier, ne? Das ist, so mein Bereich, wo du schon sagtest vorhin, dass der so ein bisschen amerikanisch, so einen amerikanischen Look hat, ne? Ist halt sehr viel Achterbahn, ne? Sehr viel Achterbahn auf sehr wenig Platz. Also sehr groß. Aber das ist auch der Sinn von dem ganzen Ding, ne? Alles größer und höher und schneller und länger. Das stimmt schon, Außer jetzt hier der Boomerang, ne? Der hat mir echt gut gefallen. Stimmt, der war echt schön gemacht. Ja, und Alpine war auch klasse, ne? Der Wing Coaster war schön. Auch hier, dass man dann hoch den Lift fährt und dann, den Launch. Und dann ist man auf einmal da oben in dem Berg drinnen, ne? Und fährt so über die Alpen drüber quasi, ne? Das fand ich echt immersiv, Das war echt schön gemacht. Dann haben wir hier natürlich den Geist, den... Gleich haben wir es. Berggeist war, glaube ich. Genau. Der Berggeist. Also es war so viele Achterbahnen hier drin. Schon Wahnsinn. Das ist schon echt ein riesiger Park. Also es ist so viele verschiedenes Zeug drin, so abwechslungsreich. Ja, also, definitiv. Und jetzt fehlt uns eigentlich noch eins, und zwar die Monorail. Da haben wir ja gesagt, die fahren wir auf jeden Fall, weil ob es jetzt 3 Stunden werden oder nicht, weil wir haben jetzt 2 Stunden 51. Ja. Fahren wir auf jeden Fall mal die Monorail hier mit und nehmen diese im Schnelldurchlauf erstmal mit. Die Perspektive ist nicht schön. Nehmen wir diese. Die ist doch schön, da kann man viel vom Park sehen. Wir sind sehr gespannt, ob uns hier was erwartet. Genau, kann man viel vom Park sehen. Ja. Könnte ich ja eigentlich die Gelegenheit mal nutzen, um, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber um einfach mal den guten Mitaro Hallo zu sagen. Ich sehe den nämlich hier auf Discord. Okay. Ich weiß noch nicht, ob er da ist oder nicht, weil ich habe Doch, hallo, ja, guten Abend. Oh, guten Abend, Herr Mitaro. Ja, ich habe mich auf stumm gemacht, ich bin einfach reingeplatzt und ich habe gesehen, ihr nehmt auf. Ja, wir nehmen auf, richtig. Schaust du auch schon zu? Ich schaue auch schon so die ganze Zeit, Bist du genau pünktlich zur Monorail? Kannst du dir mal den ganzen Park anschauen? Das ist schön. Tja, liebe Community, jetzt fahren wir die Monorail komplett so durch. Ohne Schnelldurchlauf. Nein. Einmal durch den ganzen Park. Nee, aber ich finde es toll, dass sie echt durch den ganzen Park läuft, ne? Also. Also soll ja eine Monorail sein. Ja, die ist halt echt schön integriert. Danke, dass du es sagst, weil ich wollte es nicht sagen. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich in den letzten Minuten dieses Wort echt noch benutzt habe. Ja gut, das ist aber auch alles so, ne? Egal was für eine Achterbahn oder Flatride, das ist alles halt, passt halt alles zueinander, ne? Hast du die auf Test gestellt? Ich habe die auf Test gestellt eigentlich. Okay. Die ist auf Test. Tja, mal sehen, wann wir weiterfahren. Vielleicht hätte ich... ist jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht liegt es auch daran. Weniger Züge. Es ist halt, jetzt fahren wir die hier nochmal, ne? Ah, ist das ärgerlich. Ah, kann ich ja schneiden. Ist nicht passiert. So. Da sind wir wieder. Ja. Oder auch nicht. Ja. Hat er jetzt viel geändert.
Ist schon blöd. Ja, vielleicht muss es doch abfliegen. Ja, zur Not fliegst du gleich einfach ab, ja. Mal gucken. Ja, Mitaro, hast du einen schönen Abend gehabt? Ich hab einen schönen Abend gehabt, ja. Sehr schön. Wir auch. Ja, sehe ich. Wir haben ja einen riesen Park angeschaut. Ja, den wir ja gestern machen wollten, genau. Den Temos Adventure sind wir jetzt dran. Ja, okay. Schade, dass du. Ja, gestern war es ja schon zu spät. Ja, war schon zu spät, genau. Ja, die Geschichte wurde ausführlich erzählt hier. Ja, ah, okay. Bis mittendrin, statt nur dabei. Na dann. Das ist alles schon erzählt. Weißt du, bin ich dabei oder bin trotzdem ja, dabei? Ja, ihr seid immer bei meiner Parktour dabei. Ob ihr dabei seid oder nicht, ihr seid immer dabei. Ach, guck mal, hast du gesehen? Ja, ging noch eine Schiene woanders hin. Switchrack. Ja, müsst irgendwie auf diese zigtausend Achterbahn kommen. Also, tut mir echt leid, aber das dauert mir alles so ein bisschen zu lange tatsächlich. Ich glaube nicht, dass hier jetzt großartig was passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich muss aber sagen, dass die Schienenführung von der Monorail echt cool ist. Also, du siehst echt coole und schöne Stellen vom Park. Ja. Das stimmt schon, ja. Obwohl wir das jetzt durch den Schnelldurchlauf gemacht haben. Ich wollte nur gerade gucken, wo ich sie jetzt hier finde. Auf jeden Fall. Ach, guck mal da hinten. Kannst du mal rauszoomen? Da stand was auf dem Boden geschrieben. Außerhalb des Parks. Temo, glaube ich. Das hat er beim Hansapark auch gehabt. Ja, Temo. Temo 21. Ah. Genau. Das hat er beim Hansapark auch gehabt. Ah, hier, guckt euch das mal an, ne? Da ist sogar noch Platz gewesen, hätte er noch größer, bauen können. Aber nein, hätte er nicht. Oh. Es ist vollkommen ausreichend. Ja, es ist mehr als ausreichend. Das ist schon Wahnsinn, was das hier wieder für ein Park ist, ne? Ist schon Wahnsinn. Ja. Gut, dann machen wir die 3 Minuten noch voll. Ja, Mitaro, drei Minuten, komm, erzähl mal. Deine Geschichte. Sehr schöner Park, ich war nicht dabei. Wie viele Achterbahnen waren es jetzt? 23? Laut Strichliste, ja. Waren es 22 in der Wasserbahn. Ja, es ist aber schon krass, 23 Achterbahnen im Park. Ist schon ordentlich. Das ist halt ein riesiger Park, ne? Guck mal, egal wo du hinguckst, du siehst immer 5 Achterbahnen. Und so einen richtigen Favoriten haben wir ja nicht ermitteln können, weil alle Achterbahnen alle irgendwie so individuell waren. Wirklich toll mit den Bereichen auch. Sag es, Rick, sag es. Ich hab das Wort vergessen. Komm, ja, du kannst es doch. Hab ja jetzt auch lange üben können. Die waren wirklich alle top integriert und also Chapeau für deinen ersten Park. Wirklich toll gemacht. War halt extrem lang und groß jetzt, ne, die Parktour. War halt nicht zu verhindern, aber... Ah, es ist auch faszinierend, dass was du da für eine Geduld aufgebracht hast, 5 Jahre an den Park zu bauen. Ja, das soll mal auch gesagt sein, ne? Also, und dann nur mit den Hauptspielteilen, ne? Ohne TMDK, ohne sonstigen DLCs, soll auch gesagt sein, also top. Ja. Wirklich, mehr kann man auch nicht dazu sagen zu dem Park und irgendwie läuft das hier alles im Schnelldurchlauf. So ist schöner. Ja, die Vögel, die flogen da auf einmal so. Weil sie dachten, was ist denn für ein Flugzeug? Ich denke mal, wir werden jetzt auch mal ins wohlverdiente Feierabend gehen. Bei 3 Stunden Parktour. Ich glaube, soll uns die Pause jetzt mal gegönnt sein. Und in diesem Sinne bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Für die, die halt bis zum Schluss dabei waren, Hut ab, 3 Stunden, der Sonntag war gerettet. Der Sonntag ist es einfach komplett gefüllt. Ist einfach komplett gefüllt, den Kaffee habt ihr verpasst, aber ihr hättet ja auch Pause drücken können, so ist es nicht. in diesem Sinne, wenn noch nicht getan, gerne einen Kommentar da lassen, Like da lassen und ein Abo nicht vergessen. Und ansonsten
sagen wir drei auf Wiedersehen, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.